Oh nee. Oh, nee. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitagnachmittag und die Dani neben mir sagte gerade so ganz zart, oh, nee. Also ich war mal kurz ein bisschen irritiert. Also heute wird es wieder lustig. Ich habe die Susanne da. Boah, jetzt geht's wieder los. Susanne da, die ja. Dani da. Schön, dass du mit D anfängst. Und meine Lieblingsfreundin Sabine ist ja an meiner Seite. Also Susanne und Sabine ist ja wieder die Herausforderung für mich. Und wir nähen neue Sachen und alte Sachen weiter. Also das altbekannte Etui-Kleid wächst langsam und gedeiht. Und wir werden gleich nochmal über den wunderbaren, tollen, nahtfein verdeckten Reißverschluss reden. Oh, ja. Und über die Entstehung jetzt von von deinem Ausschnitt. Ne? Ja. Da begeben wir uns gleich so langsam dran. So, meine liebe Dani. Ich Hashtag endlich fertig, ne? Ja. Ja, großartig. So, wo bist du heute? Mit ich was möchte Teil unbedingt du? Ein schönes Kleid haben, ja. Was ich aber noch, wenn es so ein bisschen kühl ist, aber auch nicht ganz so warm ist. Haben wir ein Bild? Nee, leider ist da keins drauf. Ist auch egal. Auf jeden Fall, alle, die ein Bild brauchen, in unserem Artikel zur Sendung könnt ihr das Bild finden oder hinterher am Ende der Sendung gucken, wie Dani fertig ist. Okay, also das Kleid ist von... Ich habe keine Ahnung. Schwalbenliebe? Schwalbenliebe. Genau. Wo es auch immer hier steht. Hier da sind mir da unten steht's. Also es sind mir hier viel zu viele Informationen auf diesem Blatt. Und du verwendest einen Stoff von dir und Reststoffe von Hilco, ne? Genau. Ist eigentlich im Grunde auch mein Stoff gewesen, schon. Genau. Also für die Jacke. Da war ein bisschen was übrig. Und ja. Da haben wir gesagt, gut, das kombinieren wir so ein bisschen. Und da du ja gerne so auf Blumen und dieses Verspielte stehst, wird das eine Kombination heute für dieses Kleid, was sich dann im Laufe der Sendung dann irgendwie finden wird, ne? Wir werden mal sehen, reden wir gleich drüber. Okay, Susanne. Ja, ich habe zum einen noch die Hose vom letzten Mal mit, ja. Damit Hashtag endlich fertig mal endlich fertig damit wird. Damit da auch ein Post runterkommt. Genau. Heute haben wir schon die Passe vorbereitet und jetzt werde ich es noch ein bisschen auf meine Maße anpassen. Die Hose war recht weit. Ja. Und dann möchte ich gerne von Erbsünde die Acelia nähen. Mhm. Die habe ich schon mal genäht, ja. Ist saubequem, sehr schnell und einfach gemacht eigentlich, ist ein ganz gemütliches Teil. Und ich habe Stoff aus meinem Fundus mitgebracht, um den Rest von dem schönen dunkelblauen mitzuverarbeiten. Und dann habe ich leider diesen Sweat Crop hier drunter entdeckt. Wir haben nämlich diese Woche gesagt, ich habe noch so viele kleine Reststücke von und mal gucken, ob wir das hinkriegen von Hilco-Stoffen. Und dann nimmst du jetzt lieber den Sweatcrop, der ist auch ein bisschen dünner oben rum. Und vor allem, der ist ein bisschen elastischer, das ist bei dem Pulli ganz angenehm. Genau, bei dem Pulli. Du hattest bei der Hose hattest du einen Winter-Sweat genommen und der ist ein bisschen kuscheliger, wärmer, aber nicht ganz so dehnbar, ne? Quasi gar nicht dehnbar. Okay, gut, dann ist das auf jeden Fall für obenrum, für die Bequemlichkeit am allerbesten. So, ihr wisst, worum es geht. Ich freue mich auf alle, die da sind, auf das gesamte Team, auf den Kurt, der da ist, auf den Martin, der hinten am Computer ist und den ganzen Chat betreut. Und natürlich alle, die im Chat sind, freue ich mich auch ganz besonders, dass ihr da seid. Okay, wir starten den Timer. Los geht's. Nee. Ihr habt alle noch was zu tun. Alle. Oh, du kannst, glaube ich, auf meiner Seite bleiben. Ne? Ich hab nämlich noch was ganz Wichtiges. Ich brauche mal eben den Stefan hier. Ach, ich dachte, gut. Ich möchte mal was kundtun hier. Ich weiß gar nicht, Jandi, wie vielte Sendung ist das heute? 134. So, 134 Sendungen hat dieses arme Maßband um meinen Hals geschrappt. Und das ist so rau hier, so rau. Guck mal bitte, füll mal drüber. Das ist wie so ein, weiß ich nicht, ne? Ja. Kannst auch ein Brot mitschneiden. Ja. So, und ich habe jetzt netterweise von Prim Neues bekommen. Das packe ich jetzt aus mit euch zusammen, weil ich mich so freue. Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht und jetzt reiße ich es kaputt und freue mich und lege es um. Ich mache jetzt was ganz Sinnloses heute, aber da alle was zu tun haben, nehme ich mir jetzt einfach mal hier so diese Zeit und mache ein Neues. Martin, möchtest du mein altes haben? Nö. Wie nö? Nö. Wobei das hier ist auf der einen Seite nicht weiß. Musst du verlosen. Eigentlich sollte das weiß sein. Als Fan ich habe das Bessere bekommen, was nicht so schnell kaputt geht. Also ich nehme jetzt ein gelbes. So, jetzt brauche ich schwarz-gelb. Passt auch zu Dortmund. So, das alte... das alte... Ich weiß gar nicht, ob ich das als Relikt
Ich hänge das jetzt einfach mal kurz hier dem Wolf um. Willst du rot unten dran nehmen? Warte, ich guck's jetzt. Hält. Hier ist Müll, danke. Okay, das hätten wir geklärt. Es kratzt nicht mehr, vielen Dank. Gut, wir haben noch eine Verlosung. Du bleibst schön bei mir, ne? Ja, ich bleib bei mir. Genau, du rührst dich nicht verfleckt, das ist gut. Also wir haben heute noch natürlich was zu gewinnen, wie immer von der Firma Prim. Und zwar gehen wir ganz zart auf die Kreativa zu. Und die Kreativa, die ist gar nicht mehr so weit weg. Also habe ich mir gedacht, dann gibt es jetzt schon mal was im Vorfeld, was Kreatives zu gewinnen. Und zwar ist es einmal ein Pompon-Maker, ein kleiner, für alle, die Kinder haben oder keine Kinder haben oder Enkelkinder, wie auch immer, oder selber damit was machen wollen. Ist ganz süß, ganz praktisch. Ein Bügel. Schablone, die man vielseitig einsetzen kann, kann man immer gebrauchen. Und Kreativpapier. So, das gibt es in der Sendung zu gewinnen. Ist das richtig, bevor ich hier wieder was durcheinander schmeiße? Ist richtig. Hervorragend. Und das gibt es, wenn man unter unserem Kommentar, einen Kommentar unter unserem YouTube-Stream hinterlässt. Richtig? Richtig. Super. Gut, dass ich den Jan da oben sitzen habe. Also immer schön fleißig kommentieren, mitmachen und irgendwann einmal eine Frage beantworten hier innerhalb der Sendung. Für alle, die auf Instagram unterwegs sind, da gibt es auch noch den Rollschneider, der liegt da hinten von Prim zu gewinnen, bei unserem Lucky Monday Gewinnspiel. Das läuft noch, oder? Bis Montag 12 Uhr. Bis Montag 12 Uhr ist die richtige Antwort. Danke, Jan. Und einfach mal drauf gucken und mitmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt fangen wir beide mal an zu arbeiten. Ja. Wo fangen wir denn an, wir beide? Also, Sabine. Ein schöner Rücken. Genau. Sabine kam hier heute an und hatte den Reißverschluss eingenäht. Du hast was dafür benutzt? Du hast ihn jetzt dreimal getrennt, glaube ich, ne? Dreimal rausgetrennt. Wondertape. Genau. Also Wondertape ist deine Wahl, um jetzt irgendwie damit klarzukommen, das Teil gut zu platzieren und dann auch gut einzunähen. Ja. Dann kam ich natürlich und habe gesagt, was habe ich gesagt? Das könnte ein bisschen dichter an die Raupe, obwohl ich einen nahtverdeckten Reißverschluss Fuß benutzt hatte. Ja, genau. Also, das ist ein nahtfein verdeckter Reißverschluss, meine Lieben. Und die Raupe, die hier zu sehen ist, das hier, das darf man wirklich fast, also gar nicht. Also, da darf kein Spiel zwischen sein, hier an der Stelle. Da sieht man wirklich fast gar nichts. Und wenn da so dieses Band, was man hier nur wirklich einen Hauch von einem Müh sieht, wenn das ein bisschen mehr zu sehen ist, dann sieht das wirklich nicht schön aus. Und das war an einigen Stellen bei Sabine der Fall. Also musste sie noch einmal noch näher an der Kante entlang nähen. Wo sehe ich das denn jetzt hier? Genau. Sie hat auch ein etwas helleres Garn benutzt. Also dann sieht man das nochmal, dass man wirklich ganz nah hier an diese Kante rannähen muss. Praktisch genau da drin. Und selbst wenn ihr ein Reißverschlussfüßchen, ein Spezialfüßchen benutzt, ist das manchmal so, dass sich dann diese Kante noch ein bisschen rausdreht. Und immer wirklich das gesamte, die Raupe richtig schön aufdrehen und genau an der Kante entlang nähen. Ansonsten habt ihr hinter eine Welle und das wäre nicht so schön. Also das haben wir nochmal korrigiert. Und dann war noch was, was auch ganz oft passiert, was auch schwierig ist. Das ist hier hinten diese Stelle. Da ist ein ganz kleines bisschen, dass da so eine Beule entsteht, hier vorne. Die habe ich, so gut es geht, weggebügelt. Mhm. Auch das ist eine ganz problematische Stelle, wenn man so nahtfein verdeckten Reißverschluss einnäht und hier hinten an diesen Punkt rauskommen muss. Hier an dem letzten Stückchen, hier unten, wo dann praktisch der Reißverschluss, zeige das nochmal eben einmal. An dem letzten Stück, wo der dann praktisch von hier unten aus durchgezogen wird. Also der sitzt vorher, wenn der ganz offen ist. Sollen wir den nochmal zurückfriemeln? Oh, das ist schwierig. Ist schwierig, genau. Also der ist ja hier unten drin, den würde man dann wieder zurückschieben. Das lassen wir jetzt auch, umso schlimmer wird die Ecke. Und dann wäre es bis hier unten geöffnet. Und da unten anzukommen, das ist eben auch nochmal eine richtig kritische, schwierige Sache. Und hier unten müsst ihr immer gut verriegelt haben. Und dann kann das manchmal sein, dass sich dann hier eben solche Wellen bilden. Aber das muss man einfach noch ein bisschen besser üben und hinterher ordentlich wegbügeln. Ich hoffe, das sieht dann gleich, wenn du es anziehst, nicht mehr ganz so schlimm aus. Hier ist so eine kleine Falte. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Okay, ansonsten haben wir alles ausgebügelt, alle Nähte nochmal schön gemacht. Ganz wichtig bei diesem Stoff, dass auch wirklich alle Nähte gut und sauber
ausgebügelt sind. Mhm. Mit Dampf, aber ohne viel Druck, damit sich hier auf jeden Fall nichts auf der rechten Seite durchdrückt. Jetzt sind wir dabei und machen was, Sabine? Ja, wir machen einen Beleg für den Ausschnitt. Genau. Also wir haben es überlegt, einen Ausschnitt. Du hast einem, ich habe mir es überlegt, also ein kleiner Ausschnitt mit einem Schlitz, mhm. der also hier oben so ein bisschen eckig auch ist, ne? Ja. Also mit einer Ecke. Und wir sind auf 8 cm gekommen. Genau, dass wir hier so ungefähr hier rauskommen. Das heißt, die Sabine hat jetzt gerade von dem Schnitt, das können wir aber auch gleich da vorne nochmal... Also das ist jetzt das Rückenteil. Nein, wir nehmen das Rückenteil, ist auch okay. Also wie mache ich einen Beleg? Machen wir mal eben. Hier die Dannys noch da hinten. Ihr habt euren Originalschnitt und an diesem Originalschnitt braucht man jetzt hier, wenn sich da nichts verändert hat, muss man jetzt parallel einen Beleg abnehmen. Das hat Sabine getan. Wir haben gesagt, wir nehmen 5 cm. Und das heißt, wir haben die Rundung oben von der Kante hier übernommen und haben hier eine Parallele von 5 cm gemacht. Die Nahtzugaben sind an dem Schnitt schon dran, also sind sie auch automatisch hier an dem Belegteil hinten für den Rücken auch dran. Das gleiche hast du für vorne gemacht, ne? Genau. Also, für vorne ist es dasselbe, also ob das jetzt vorne oder hinten ist, völlig egal. Ihr müsst es auf jeden Fall von eurem Schnitt abnehmen. Jetzt hat Sabine gerade schon richtig gesagt, wir machen einen Ausschnitt, der... Hältst du einmal oben kurz fester? Mhm. Den können wir wegtun, oder? Der 8 cm lang sein soll. Und damit wir hier auch noch genug Platz haben, um das Futter hinterher anzunähen und damit auch der Beleg hier vorne schön fällt und nicht so ganz so eng ist, haben wir uns jetzt diese Kurve hier überlegt. Ob mir die hinterher, wenn du das anhast, gefällt, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber abschneiden können wir immer noch. Grundsätzlich sollte man, ihr könnt ja gleich gucken, wie wir das machen mit dem Ausschnitt, sollte man immer diese Rundungen, die hier an diesen Belegen sind, möglichst geschmeidig machen. Du hast dazu das Kurvenlineal benutzt, ne? Ja. Ich habe das dann aus der Hand gemacht. Ja. Das ist so sehr lustig. Irgendwann, wenn man da ein paar von gemacht hat, dann weiß man auch, ach, die Kurve, die könnte schön aussehen. Wir werden sehen, ob das auch stimmt, was ich gesagt habe. Mal gucken. Jetzt habe ich noch eine Sache. Und zwar, wenn ihr den Beleg macht, ist es immer ganz wichtig, wenn ihr diese beiden Sachen von eurem Schnitt abgenommen habt, dann ist es immer ganz besonders wichtig, dass ihr hier einen schönen Übergang habt. Also wenn eure Schnittteile fertig sind, dann müsst ihr immer gucken, dass ihr hier einen schönen Übergang in der Kurve habt. Da war jetzt, deine erste Linie war, glaube ich, die hier vorne, ja. Ne? Die haben wir dann so ein bisschen nach außen korrigiert. Also wichtig ist das, dass wenn die beiden voreinander stoßen, dass hier wirklich ein schöner, geschmeidiger Übergang ist. Und auch wenn man jetzt hier die Nahtzugaben wegnimmt, die sind ja jetzt schon drin, dass man hier auf jeden Fall eine schöne Kurve und einen schönen Übergang hat und auch hier einen schönen äußeren Verlauf von dem Beleg sehen kann. Okay, falls es dazu keine Fragen gibt, wie man einen Beleg herstellt, dann können wir den eigentlich schon zuschneiden, ne? Ja, mit Leseline. Ja, wir können die dünne nehmen, die Flexi. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt nehmen würde. Na doch, wir nehmen sie. Wir nehmen sie. Ja. Ich guck mal eben, ob ich noch einen kleinen Rest finde. Und dann, Das glaube ich durchs Bild. Sonst nehmen wir was von... Ich sollte erstmal testnähen, richtig? Was ist testnähen? Einmal so irgendwas. Du musst einmal kurz testnähen. Ja. Sabine, ich glaube, ich habe hier nichts mehr von der... 609. Ich guck mal eben. Wollen wir erstmal Reste verbrauchen? Ja, das ist noch hervorragend. So, das ist das Schöne, wenn man nichts wegschmeißt. Irgendwo findet man immer noch was in irgendeiner Ecke. Ich rase mal eben mitten durchs Bild. Juhu! Ich hab's auch gemacht. Du hast es auch gemacht? Ja. Ist doch verboten. Komm mal ich weiß. So, wir haben jetzt hier die beiden Belegteile. Jetzt einmal schon klein gehen. Und das heißt jetzt aber, dass wir auch darauf achten, dass der Fadenlauf noch erhalten bleibt hier von dem Gabardinen. Hier musst du jetzt auch darauf achten, dass du hier den Fadenlauf hast, hinten zur Webkante. Aber du schneidest jetzt hier das Stück, das sind ja eh noch Reste, ne? Großzügig zu. Und hier machst du dann auf jeden Fall erstmal die Einlage rein. Das ist die H609 von Vliseline, die wir jetzt benutzen. Das ist eine ganz dünne, elastische. Und darauf achten, dass du hier
ein bisschen diese Querelastizität drin hast. Das heißt, so bitte aufbügeln. Ja. Na, beide Seiten. Und das gleiche auch hier beim vorderen Beleg. Hier vorne brauchen wir den Bruch. Das heißt, auch hier schneiden wir jetzt uns so, damit wir nicht ganz so viel Verschnitt haben. Also erst grob zu schneiden. Was habe ich denn hier für eine Schere? Hast du eine bessere? Die ist schick. Die ist schick. Die ist schick. Oh ja, ich muss meine mal wieder schleifen lassen, glaube ich hier. So, also erst den Grobzuschnitt und dann auch hier von diesem Grobzuschnitt wird erst aufgebügelt, auch wieder auf die Querelastizität achten. Und dann schneiden wir das Ganze dann richtig zu. Jetzt muss ich einmal gucken, wo die rechte und die linke Seite ist. Das hier ist rechts und das ist links. Das heißt, querelastisch schneidest du hier ein bisschen kleiner das Stückchen zu und das Ganze hier bei dem auch. Bin ich richtig mit rechts und links? Haben wir die volle Beleuchtung an? Dann bin ich heute total blind. Das sieht nach rechts aus, ne? Obwohl. Oh. Das ist links. Ja. Und das ist auch links. Okay. Gut. Also erst grob zu schneiden. Ja. Aufbügeln. Ja. Und dann kannst du das schon mal zuschneiden. Ja. Super. Okay. Bei wem darf ich? Dani? Mega. Na komm. Erstes Stück ist dran. Erstes Stück ist dran. Das ist schon mal schön. Ja, hier, ne? Hier sieht es wieder aus. Großartig. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Guck Bitte mal, hier dich. Ist ein Abfallbehälter. Ja, den wollte ich mir gleich holen. Wenn ich das nach dem Bügeln wollte ich mir den holen. Okay. Wir haben, du hast dich dafür entschieden, das, ganz viele Stoffe zu verwenden, ja. Weil das ziemlich lustig ist, dieses Kleid. Man kann ganz viele Varianten nehmen. Ja, genau. Man hat ganz viele Schnittteile und kann dann auch wirklich entsprechend viel wechseln, wenn man möchte. Genau. Das heißt, dein Vorderteil ist jetzt hier aus diesem Blumenstoff. Genau. Und die Seitenteile aus dem Grau. Und jetzt nähst du die direkt einfach mit der Overlock zusammen. Genau, weil ich bin ja mutig. Du bist mutig. Ja. Und an der Form hier könnt ihr eigentlich, das ist kein Raglanärmel, ne? Aber nee. Es sieht irgendwie so aus wie einer. Ach, da kommt noch die Passe dran. Genau, da kommt noch die Passe dran. Die Passe kommt jetzt gleich noch hier oben bis zu dem Stück dran. Ne, so groß ja, doch. Ist sie gar nicht. Muss Warte sie. Mal, hier ist sie. Jetzt muss ich mir nur noch entscheiden. Nee, so rum, ne? Aber das, alles andere macht es muss Sinn. Aber passen. Es muss von der Länge her passen. Es sollte. Sonst haben wir ein Problem. Hast du hier deine 2 cm ja. Nahtzugabe bedacht? Nee, die habe ich da nicht mit reingedacht. Ja, hier ist sie ja dran, aber hier hast du ja, sie ja dran. Auch. Und die hast du 2 cm abgeschnitten? Nee, ich habe nicht so viele abgeschnitten. Genau, weil das wir heißt, wollen ja gucken, ob es dann, wie es am besten passt. Da müssen wir mit der Passe eben noch warten. Also, die Dani, die liegt mittlerweile zwischen 2 Größen. Und dann ist es immer so eine Sache, woran man sich orientiert. Also wir haben uns jetzt natürlich an dem Brustumfang orientiert und an dem Hüftumfang, Gesäßumfang, damit man auf jeden Fall die stärkste Stelle auch noch mit drin hat. Das passt soweit, aber wir müssen natürlich uns noch ein bisschen rantasten. Was bei dir die Problematik ist, sind deine Oberarme. Genau, die wollen einfach nicht weniger werden. Ja, egal, die werden auch noch irgendwann weniger. Und deswegen haben wir gesagt, es kommen erstmal noch 2 cm Nahtzugaben an alle Nähte, weil sonst hätte ich wieder nicht nachdenken können. Ich hätte da nur 1, da nur 2 und so weiter. Mhm. Wenn du jetzt diese Naht gedacht mit 2 cm jetzt nur mit 0,7 absteppst, haben wir natürlich eine Mehrweite da drin. Ja, stimmt. Die sich hier genau da drin widerspiegelt. Mhm. Das geht natürlich nicht. Okay. Ich bin der Meinung gewesen, das muss sowieso nur bis hierhin dran. Und was soll da dran? Der Ärmel. Der Ärmel, der muss da aber... Da haben wir doch auch einen größeren Ärmel als... Aber das kann so viel nicht ausmachen. Aber trotzdem geht das an dieser Position nicht. Okay, dann ein bisschen mehr abschneiden. Die Sache ist jetzt, vertrauen wir darauf, dass das hier vorne passt oder wir nähen das jetzt erstmal einmal runter und auch die anderen Seiten und machen das ohne Passe erstmal an dich dran, damit wir sehen können, okay, das ist auch wirklich richtig so. Wo ist denn hier oben und unten? Weißt das stand das? Leider nicht dran. Das steht nicht dran? Nein, an dem Teil stand das definitiv nicht dran. Aber ich vermute mal, dieses hier kommt hier dran. Ich habe es falsch rum angelegt. Ich glaube, es gehört so rum dran. Weil ja hier so diese Halsöffnung ist. Das sieht mir auch ganz komisch aus. Und hier ist dann nochmal ein Abnäher. Also das würde zumindest von der Länge ein bisschen besser passen. Ja. Aber trotzdem sind hier unsere 2 cm ja nicht eigentlich. Also das stimmt nicht. Also okay, wie machen wir es jetzt?
Also ich würde es jetzt... Ich würde vorschlagen, du nähst die andere Seite jetzt auch erst einmal runter. Ja. Und dann kommt das Rückenteil dran. Das wird über den Kopf gezogen, das Ganze. Das muss man ja hier dran machen eigentlich. Aber an der Seite nicht. Ach so, stimmt. Ja, da hast recht. Alles klar. Ich war gerade noch nicht ganz da. Ja? Ja. Das heißt, wir machen erstmal einmal den Rumpf ohne diese Passe. Ja. Und dann ziehen wir den mal einmal über und gucken, wo wir da sind. Okay. Das wäre mir jetzt das Liebste. Ja, ich habe jetzt auch gelernt, das hier werden Wiener Nähte in diesem Schnittmuster. Die sind da total schön erklärt. Ja. Ich habe sie aber nicht verstanden. Du nähst sie einfach runter. Die sind geschwungene Nähte, die hier bei den Brustpunkt gehen. Gut. Einfach nähen. Ja. Ja, die heißen Wiener Nähte. Ja, die fand ich ganz spannend. Ich so, oh cool. Ja, aber verstehen aber tue ich schön sie nicht. Hier aufpassen, ne? Ja. Mhm. Ja. Mit dem Versatz und so. Mhm. Mhm. Ich sehe alles. Mhm. Ich weiß. Juhu. Okay, ich gehe zu Susanne weiter. Ja, die hat schon die Oberteile zusammengeklippt. Susanne ist mit dem Oberteil schon fertig? Nein, die hat nur ich habe das Vorder- und das Rückenteil mal zusammengepackt. Was so heißt zusammengepappt? Zusammengepackt. Gepackt. Was und heißt zusammengepackt? In diesem Fall zusammengeklöppelt. Ach so, nein, genäht. Genäht. Mit der Overlock. Mit der schön Overlock. Genäht. Okay, also du nähst von Erbsünder diesen kastigen Pullover zu deiner Hose vom Curvy Homie. Curvy Homie, weil du das nicht als Ganzkörperanzug haben wolltest, sondern ein zweigeteiltes Teilchen. Ja, okay. Gut. Und jetzt lass uns mal eben kurz über den Schnitt gucken. Ja. Was ist da so dran zu bedenken, zu verarbeiten? Gar nicht wirklich viel. Mhm. Wir haben zwei fast kastige Oberteilteile, einmal das Vorder- und das Rückenteil. Mhm. Dann gibt es verschiedene Kragenvarianten. Bei dem ersten, was ich gemacht habe, habe ich einfach oben umgeklappt. Ja. So war es auch, das war als eine Möglichkeit dargestellt. Dann kann man noch ein Bündchen annähen. Das ist nicht so meine Lieblingsvariante. Ja. Ich habe jetzt die Vision, dass wir zusammen vielleicht einen Beleg dazu basteln. Du hast eine Vision. Der ist nämlich nicht vorgesehen. Und man kann ihn so machen, den Pulli, dass man unten einfach das offen lässt. Mhm. Denn die meisten Stoffe rollen sich so ein bisschen. Ja. Und der ist halt als Chill-Pullover gedacht, zum Wohlfühlen und reinlümmeln. Und der muss nicht akkurat sein und besonders... Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, denke ich mir. Sind da an der Seite noch Schlitze oder ist der Nein, der ist in einem durch. Okay. Man kann auch alternativ abgerundete Ecken machen. Mhm. Das ist im Schnittmuster auch angezeichnet. Persönlich für mich finde ich das nicht so schön. Du machst lieber ganz gerade. Ich mag das lieber gerade und würde dann mal gucken, wie sich das bei dem Stoff dann darstellt, wie da unten aussieht. Und würde mir hinterher dann noch einen Endplot drauf machen. Okay, das heißt du... ich habe zwei... Du hast die beiden Schulternähte jetzt. Genau, die habe ich geschlossen. Okay, und die werden jetzt nach hinten gebügelt. Genau, und das Schnittmuster sieht jetzt vor, dass ich hier oben den Ärmel ansetze. Offen einnähen. Genau, dass ich den hier einfach nur anlege, an der mittleren Stelle feststecke, auch annähe und dann schließt man die Naht von der Seite bis zum Arm. Oder in einem. Genau, also genau. Offen eingenähter Ärmel. Genau, dann kann man, wenn man möchte, noch diese kleine Tasche auf den Arm bringen. Möchte man? Also ich habe das bei dem einen gemacht und ich würde mir den gleich einmal quasi überwerfen und im Spiegel angucken, ob ich das noch möchte. Das ist so ein kleines, überschaubares, irgendwo hier drin befindliches Teilchen. Okay, finden wir Suche ich raus. Genau, hier ist es nicht. Und dann können wir noch mal einmal gucken, ob du das da drauf machen möchtest oder nicht. Genau. An meinem anderen Shirt habe ich es drauf, dann können wir mal vergleichen, wie das aussieht. Es ist ganz schön, weil das so konzipiert ist, dass man das hier einmal umschlägt. Und dieser Stoff ist ja auch sehr schön Farbenfroh. Durch den Kontrast. Ja, genau, den kannst du dann nochmal einmal sehen. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn das auf den Ärmel käme. Ja, obwohl, wenn du, ich sage jetzt mal, die Ärmel unten umkrempelst, dann sieht man es ja auch nochmal wieder. Also ich muss aber einfach mal gucken, wie der fällt, ob ich das da drauf haben will, weil man da auch ehrlich gesagt gerne mal an der Tür hängen bleibt. Mit so einem Ärmel? Ja, wenn ich so da irgendwo vorbeirausche. Ich bleib auch mit einem. Ich brauche auch nichts, was mir raushängt. Einmal schon fast ausgerissen. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Sobald irgendwo eine Tasche vorguckt, sonst was ist, dann ist die auch ausgerissen. Und dann brauche ich noch die Qualitätskontrolle bei der Hose. Da machen wir dann weiter, wenn du damit soweit bist. Ich gehe mal eben. Dann mache ich das jetzt hier mal soweit weiter. Sabine. Soll ich das zusammennähen schon? Lass uns noch mal eben einmal kurz drüber schauen, bevor wir da was. Also, das hier wollte ich jetzt nochmal. Ich mache jetzt mal eben einmal kurz hier so eine Qualitätskontrolle. So eine grobe. Ja. Grobe. Also, ich würde persönlich, jetzt haben wir es bei der Passe natürlich nicht bedacht, ne? Jetzt hast du auch noch was da drunter an.
Ja, aber es ist sehr dünn. Es ist sehr dünn. Ja. Also es geht man ja hier kaputt. Es ist jetzt die Frage, wie das dann gleich mit deinem Arm da hinten aussieht, ne? Dass wir dann hier vorne doch zu viel haben. An der Stelle. Das könnte man ja am Arm dann hinterher wegmachen, oder nicht? Ja, ich will nur nicht hier oben so viel Stoff haben, weil da brauchst du das nämlich eigentlich gar nicht. Nee. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ja. Okay, das heißt, ich könnte den Rock vorbereiten. Ja, wenn wir den Rock, aber das geht alles nicht, weil der Rock ist ja auch ohne diese Nähte. Also wir müssen hier diese 2 cm Nahtzugaben auf jeden Fall wegmachen, hilft alles okay. nicht. Das heißt, du musst jetzt hier wirklich nochmal, jetzt hast du 0,7 weg. Das heißt, du musst jetzt nochmal drüber gehen, dass wir auch wirklich auf diese Form kommen. Sonst lege ich nochmal den Schnitt auf. Das dürfen wir jetzt nicht falsch machen. Ich den Schnitt jetzt, auflegen, den musste ich dann von hinten holen. Ja, hol den mal lieber. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht mit dir vorher gesprochen, dass du das jetzt nicht einmal hier vornähst und sofort mit der Overlock nähst. Okay. Also wenn ihr sowas macht und Schnitte ausprobiert, dann müsst ihr bedenken, wenn ihr Teilungsnähte habt, dann die hier so herlaufen. Ja, stürmen mal. Teilungsnähte habt, wie Wiener Nähte, die hier rüberlaufen und ihr habt da auch 2 cm Nahtzugaben drin. Nehmt die auf jeden Fall mit, nicht vergessen, so wie die Dani es jetzt gerade gemacht hat. Dann geht alles komplett aus der Fasson. Beachten. So, jetzt sind wieder meine Damen da hinten. Gut, laufen wir heute ein bisschen. Susanne schneidet noch und Sabine auch. Nee, Susanne steckt nur. Achso, du brauchst Platz. Ja, den Ärmel. Okay. Wolltest du nicht bügeln? Das kannst du auch dann da hinten stecken. Ja. Schäm dich, genau. Nimm schon die Stecknadeln mit. Ich dachte, ich gehe rum. Nein, ich hab's vergessen. Ja, ich wollte doch sagen, was ich machst du Ich hab's vergessen. Hier? Was hast du vergessen? Ich muss mal eben den Tisch hier gerade rücken. Geht doch gar nicht. So nicht. Ja, ne? Okay. Du schneidest jetzt die Teile zu. Aber nee. Aber hier bist du raus aus dem Fadenlauf, ne? Ja. Also das ist der Fadenlauf, wo der Reißverschluss ist. Genau, das ist der Fadenlauf und deswegen, hier ist die Webkante an der Stelle und hier ist dann der Bruch. Und deswegen müsstest du das Ganze bitte einmal so auflegen. Mhm. Der sieht mir so klein aus, stimmt das? Haben wir das unseren Teil vergessen? Weiß nicht. Ist da die Nahtzugabe dran? Ich gehe nochmal eben kontrollieren, weil das sieht mir ein bisschen klein aus. Das kannst du zuschneiden, das ist auf jeden Fall richtig. Und bei dem würde ich jetzt noch mal einmal hier gerne kontrollieren. Wenn wir 1,5 cm Nahtzugabe haben, hast du hier hinten die vergessen? Ich habe sie vom Schnitt drunter. Ehrlich? Ja. Also hier muss noch 1,5 cm Nahtzugabe dran. Okay. Nah dran. Okay. Nicht, dass wir zu klein werden. Nee. Das wäre dann blöd. Das wäre blöd. Das stimmt. Also, dann können wir das nochmal eben mit zuschneiden. Du nimmst die Schere. Mädels? Ach, da hinten ist er. Du Wenn hier so viele Mädels rumlaufen. Du nimmst den Rollschneider? Ja, ich versuche das jetzt. Ich muss damit ist ja nicht üben. Dein Ding, ne? Das ist nicht mein Ding, deswegen muss ich damit üben. Außerdem gibt es den jetzt zu gewinnen und deswegen denke ich mal, ich rolle jetzt mal anstandshalber damit rum. Wo das echt nicht meins ist. Aber man kann sich dran gewöhnen. Es Was geht. Guck, wenn man auch das Herz zudrückt, dann geht das Ganze auch noch besser. Aber der Stoff, der ist so dick und dann noch mit dem... Ne? Das macht dem so nichts. Ja, ich habe damit auch jetzt Leder gerollert. Ne? So, rollern wir mal damit rum. Ich rolle nur Jersey. Du rollerst nur Jersey? Nee, du kannst aber auch Stoff rollern. Du kannst auch Leder rollern, du kannst alles rollern. Aber ich, wie gesagt, es ist nicht meins. Ich bin da noch nicht so ganz, bin ich noch nicht so ganz für. Wo ich gewöhne mich ja dran. Das kann ich auch hier anlegen, ne? Letztes Mal in der Patchwork-Sendung habe ich ja auch wieder was gelernt. Ich habe mir das angeschaut. Und? Ich habe gedacht, das ist nicht meins. Das ist so freckelig. Ja, das ist so freckelig. Sagen wir Aber ich finde es toll. Ich finde das total schön. Ja, das ist auch ein amerikanischer Quilt, ne? Weißt du, das ist ein Quilt. Super schön, ja. Toll. Ja, toll. Ich war fasziniert von diesen ganzen Mustern, die es da gibt. Ach, und diesen Star und diesen dies und jenes. Wow, habe ich gedacht. Wow. Respekt für die, die das machen. Ja. So. Da haben wir unseren Latz.
Das, ja, der Latz. Der Latz, da ist er, unser kleiner Latz. Okay. Jetzt könntest du schon mal hier, wir haben ja hier Reißverschluss und hier ist die Schulter. Jetzt könntest du hier schon mal die Schultern aneinander nähen. Ja. Mit 1 oder 1,5? Nee, wir hatten ja 1,5 und das müsste jetzt auch eigentlich dann, wie jetzt falsch rum, 1,5 sein. Ja. Hä? Nee. Haben wir, warst du nicht richtig? Doch. Hier ist der Reißverschluss, also so, ist alles gut. Ja, aber das sieht so komisch aus. Kommt das? Es kommt. Findet hin. Sich das? Es findet sich. Gut. Es muss sich finden. Wenn sich das nicht findet, dann haben wir ein Problem. So. Das kannst du schon mal mit 1,5 zusammennähen und dann schön auseinanderbügeln. Und okay. Das ist dein Beleg, den, auf den passt du sehr gut auf. Ja? Ja. Ja. Juhu. So. Sind alle beschäftigt von meinen Damen? Ich weiß gerade nicht, wie ich weitermachen soll und habe mal einfach ganz stumpf angefangen, hier mit dem Kreidemoppe dran zu zeichnen, wo eigentlich aufgehört hätte werden müssen. Das ist schlau. Ja, ne? Ja. Manchmal kann ich auch in schlau. Manchmal kannst du auch in schlau. Aber das... Das gefällt mir, das möchte ich jetzt öfter. Echt, das ist... Die Jungs hier, ne, die sind so gemein manchmal. Ach, was. Faszinierend. Mach's dir doch nicht so schwer. So, wenn man Wiener Nähte hat, du hast sie jetzt von unten nach oben und von oben nach unten geschlossen, richtig? Nee, ich habe immer unten angefangen. Hier. Okay, also bei Wiener Nähten grundsätzlich, wenn man Teilungsnähte hat oder Röcke näht oder Kleider näht, sollte man von oben nach unten nähen. Okay. 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 Man sollte von oben nach unten nähen. Ja. Jetzt hast du von unten nach oben genäht. Ist bei diesen Teilchen hier jetzt auch gar... Es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht ganz so wild. Deswegen lassen wir das jetzt auch einfach mal so. Ich kann ja jetzt von oben nach unten nähen. Mhm. Dann ist das nämlich so ein bisschen schwierig. Also ich meine immer, die Nähte fallen dann besser. Und sie fallen dann auch gleich und schöner, wie auch immer. Kann okay. aber auch meine splinige Art sein. Man weiß es nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall, die müssen oben anfangen, gleich anfangen und sich nicht verziehen. Jetzt hast du ja schon 0,7 weg, bleiben also 1,3. Und das hast du hier wunderbar abgezeichnet. Und dann legst du es jetzt einfach unter die Seite drunter und dann etwas leicht gedehnt. Soll ich es jetzt da drüben nähen oder lieber hier? Das musst du jetzt wissen. Du kannst es auch sofort da nähen. Ja, ich mache es sofort hier. Ja, Martin. Glöckchen. Hau rein. So, wo ist denn der Name jetzt? Boah, hört mal auf, so viel zu schreiben. Gar nicht. Da. Schreib weiter. Ach, kann ich nicht aussprechen. Warum von oben nach unten die Wiener Nähte? Ja, ich habe so gelernt. Also, alle Nähte, die von oben nach unten gehen und auch Seitennähte an Röcken und so, ne, so Rocknähte und Kleidnähte, die näht man von oben nach unten. Ich meine, die fallen dann schöner. Was auf jeden Fall besser ist, ist, wenn man die immer von der gleichen Seite näht. Also wenn ihr meint, ihr müsst die von unten nähen, dann näht beide Seiten von unten, weil dann fallen die auch ähnlich. Kann Spinnerei sein, aber ich nähe sie grundsätzlich alle immer nur von oben nach unten. Alles immer nur von oben nach unten. Ist das okay, wenn ich nach unten ein bisschen mehr nach, also hier rüber gehe, weil am Bauch ist ja mehr... Als du musst immer bedenken, dass da an der Stelle wir keine Mehrweite in deinen Rock gegeben haben, sondern wir wollten nur über die Seiten steuern, weil das Teil passte. Aber ich habe auch an dem Rock 2 cm bald dran. Ja, aber an die Seiten. Ja. Aber du hast in der Mitte den Stoffbruch. Also wenn du jetzt in die Teilungsnähte gehst... Stimmt, jetzt weiß ich, ich bin wieder da. Also geht das nicht. Ich bin wieder da. Alles gut. Ja? Ja. Also welches Problem haben Dani und ich jetzt gerade besprochen? Wenn ihr jetzt hier diese Naht habt, diese Wiener Naht, und hier unten dran kommt ein Teil, was durchgängig ist. Und wir haben hier die Nahtzugaben von 2 cm dran. Dann muss man die hier auch nehmen, außer man hätte an diesem Teil hier unten auch schon in der Mitte, an dem Punkt, auch schon noch mehr Weite reingegeben. Haben wir aber nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt hier zwingend an diese 2 cm halten. Hast du hinten auch solche Nähte? An dem Schnitt? Nee, hinten habe ich die nicht. Nur vorne. Hinten ist... Das Rückenteil ist durchgängig. Ach, das ist durchgängig? Jo. Okay. Ja gut. Dann mach du mal. Ich mach mal. Dann mach du mal weiter. Mhm. Gut. Was ist mit dir? Ich überlege gerade. Du überlegst gerade. Das will mich nicht. Was ist mit... Das passt? Das passt.
Ja, wir haben. Hast du jetzt. Nähte sind fertig? Nähte sind fertig, hast du nur noch. Ja! Ich habe eine Glocke und ich werde sie benutzen. Glöckchen! Die Jule Mambule hat nach 100 und wie viel 30 Sendungen immer noch nicht realisiert, auf was für Maschinen ihr da näht. Welches Modell ist es? Britta, wiederhol doch mal schnell. Ich möchte mein Stadtteil zurück. Jetzt, Jule. Also, ich sitze hier an meinem Schätzchen. Ich liebe diese Nähmaschine. So, ich auch. Irgendwann verschwindet sie bei euch aus Versehen. Ich pass genau auf. Also, ich habe ja schon ganz oft erklärt, warum ich diese Maschinen so gerne habe. Ne? Und da bleibe ich auch immer noch bei. Es hat mich jetzt, also ich bleib da mal bei. Das ist die HZLG 120. Das ist eine super tolle Maschine, die ganz viele schöne Stiche hat, ganz viel kann. Ist auch schön. Machen wir schnell die Klappe wieder zu. Das Wichtigste, was sie können muss, ist alles nähen. Und zwar alles, was ich ihr vorlege. Und das kann diese Maschine wunderbar. Das ist halt eine ganz einfache, computergesteuerte Maschine, die mit einem ganz einfachen, total idiotensicheren Bedienfeld ausgestattet ist. Und was das Schöne ist, sie hat halt... Du, diesen Hub. Diesen hier, den. Das heißt, ich kann da ganz frech meinen ganzen schönen, dicken Finger drunter schieben. Du musst mal Kirsten fragen, wie viele Lagen... Ja, das ist, also man kann da ganz viele Lagen nehmen. Wir hatten, glaube ich, 13 Lagen Jeans, wenn ich mich recht erinnere. 13, glaube ich, im Leben nicht. Na, Kirsten weiß das noch. Doch, ist auch egal. Kirsten ist im Chat, die antwortet gleich. Kommt auf den Jeans an, Kirsten, sag wie viel. Also, das hier, können nicht viele Maschinen. Und wenn die das aber so können, dann haben die auch eine super Möglichkeit, dicke Stoffe zu nähen. Und die kann auch super dünne Stoffe nähen. Und das kann diese Maschine alles wunderbar, ohne irgendwie rumzuzicken, ohne dass ich irgendwas verstellen muss, ohne dass ich irgendeine Nadel ändern muss. Das kann die hervorragend. Und deswegen bin ich sowas von begeistert von diesem Schätzchen. Ja. Alle, die etwas mehr Komfort möchten, weil die hat keinen automatischen Fadenabschneider. Liebe Jule, dann machen wir jetzt mal einen Schwenk da hinten auf die von der Susanne. Susanne? Zeig mal einmal die da. Die hat ein blaues Display. Das ist die 220. An. Achso, die war noch gar nicht auch. An. Nee, die war noch nicht an. Die hat einen Fadenabschneider. Die geht auch nicht an. Warum geht die nicht an? Vielleicht ist der Stecker raus. Martin. Ich habe ja schon... Der Stecker ist raus. Ja, ich habe noch nichts Nee, das können wir selber. Da brauchen wir keinen Martin für. Stecker kriegen wir so gerade eben noch reingesteckt. So. So, das ist die 220, die, du darfst weitermachen, schön weitermachen. Ich bin auch fertig, ich muss die googeln. Hat hier einen automatischen Fadenabschneider, das heißt, hier unten drunter wird dann der Faden nach dem Nähen noch automatisch abgeschnitten. Das ist auch was ganz was Feines, kostet aber ein bisschen mehr. Und ist ein Kniehebel hat die auch, ne? Nee, das ist die nächste. Das ist also, ne, ich sag das jetzt noch mal einmal kurz, ich mache jetzt hier keine weitere Verkaufsveranstaltung, aber... Das ist halt eine mit etwas mehr Komfort, weil da unten drunter der automatische Fadenabschneider ist. Jetzt bin ich aber trotzdem noch kritisch, denn ich habe die Maschinen jetzt, wie lange habe ich die jetzt? 2 Jahre? Noch ist an dem Fadenabschneider nichts dran. Kommt wahrscheinlich auch nicht. Aber ich bin ja immer so ein bisschen kritisch. Vor allem, wenn man mit Kindern näht, wenn viele Leute dran rumnähen, dann weiß man nicht, wie schnell sowas kaputt gehen kann. Bis jetzt ist es nicht kaputt gegangen, auch nicht hier bei Onä. Also beide Daumen hoch, kostet aber ein bisschen mehr. Geht aber glaube ich, viel. Es ist aber ein Auslaufmodell, weil das nächsthöhere kommt dann und dann kommt hier unten noch ein Kniehebel dran, der Rest bleibt gleich. Kommt dann. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich sag's einfach. Also für alle, die auf der Kreativa sind, da bekomme ich das nächsthöhere Modell gesponsert für die 4 Tage, die 320 und ich freue mich, euch da zu sehen in Halle 7. Dann könnt ihr die Maschinen ausprobieren. Also ich möchte sie nicht mehr hergeben. Sie sind einfach grandios super. Die Overlock dasselbe. Die kleine ist auch ein Trecker, der alles näht. Wer etwas mehr Komfort will, kann die nehmen, die Dani gerade hat. Aber ist auch alles eine Preisfrage. Haben wir beide noch was? Wir müssen dein Kleid da drauflegen und feststecken. Das habe ich auch. Was hast du auch? Nee, wir gehen ans Bügelbrett. Mhm. Was hast du auch? Zusammen. Also habe ich jetzt genug gesagt zu Yuki? Magst du mir nur noch sagen, in welche Richtung ich die Nähte bügel? Na, das weißt du nicht. Ich glaube nach innen. Ja, immer zur Mitte hin. Immer zur Mitte hin. Habe ich alles gesagt? Liebe Jule, ich hoffe schon, ne? Ich schieb hier mal. Ich bin hier heute, aber ich bin nicht hier im Ordnungsmodus. Ich weiß auch nicht. Schimpf- und Ordnungsmodus, so. Ja. Fertig. Ist Dani noch schnell hier rumgebügelt? Ja.
Ich beeil mich. Ich beeil mich. Also, okay. Nähte, die nicht auseinandergebügelt werden, wie hier bei diesem schmalen Etui-Kleid. Teilungsnähte bitte immer zur Mitte hin bügeln. Immer zur Mitte. Und da lege ich sie auch hin, richtig? Ja, wissen wir das auch? Nein, das sage ich nicht. Gut. Ja, sonst habe ich sie immer in die Richtung, wo es mir gerade gepasst hat, Nein, gemacht. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hier wird nicht so gemacht, wie du es gerne hättest, wie es dir passt. Ja, ja, deswegen bin ich ja auch immer zu Hause fertig, ne? Hm. Gut. Wir müssen hier gleich noch mal einmal was anzeichnen. Ich würde das aber gerne jetzt gleich auf dem Bügel, das aufs Bügelbrett legen. So, geschafft. Ich nähe. Jetzt musst du mal rausfinden, wo deine Passe da oben dran muss. Guck mal, ob du da irgendwie die Richtung findest. Ich habe Fuschen gesagt. Ach, wir fuschen das schon hin. Lass uns noch ein paar Mal laufen. Lass uns ein paar Mal pfuschen sagen. Susanne, kommst du mal immer her? Ja. Du schleichst da hinten so rum, du siehst aus wieder wie Zorro, da habe ich doch ein Stichwort. Ja, ich dachte mir, was guck mal, was das dir? Cape so macht. Ja, komm mal her. Gebügelt ist es schon. Zeig dich. Ja, ich denke, ich muss noch 3 Gramm abnehmen, dann passt das richtig gut. Ja, wir müssen jetzt mal einmal gucken, wo wir hier sind. Du hast ja es auch einfach nur so übergepfeffert. Ja. Die Ärmel sind übrigens immer so lang. Die sind immer so lang? Warum? Mhm. Ja, weil das ja so ein lässiges Shirt ist, was man aufkrempeln soll. Bei meinem letzten hatte ich auch ungefähr 5 Meter über. Ja, aber so viel aufkrempeln, dann hast du da unten so einen dicken Wulst, der hängt dann in der Suppe. Das schneide ich noch passend. Das möchte ich aber auch nicht. So. Darfst du in dem Pulli einfach keine Suppe essen? Das geht auch. Hast du Nadeln mitgebracht? Ja, hier vorne liegen aber auch welche von Sabine. Nee, Sabines nehmen wir nicht. Sind deine eigenen? Ach, aber. Ja, zunähen. Pass auf, dann hole ich die mal. Eben. Nein, zunähen. Einfach zunähen. So, ja, dann kann ich das zunähen. Passt. Ich habe übrigens das Täschchen gefunden. Und? Können wir ja noch mal dran halten? Ja, das müsste, wenn dann jetzt dran. Ja, ich weiß, weil wir ja sonst nicht an den Arm rankommen. Ja, du musst dich entscheiden. 1, 2, 3, du musst dich entscheiden. Muss ich? Etwas ja. Hast du deine Nadeln da? Guck mal, ja? Ärmeltasche. Ja, die will ich auch. Also nicht. Wir hatten hier genau die Mitte markiert, ne? Das ja. Mach ich mir dann. Aber ich sehe 3 Linien. So weit ist es schon gekommen mit uns. Wir sehen 3 Linien. Wir sehen 3 Linien. Okay, aber das kriegen wir auch so hin. Also die Mitte war hier vorne. Wobei ich bin jetzt mir nicht sicher, ob wir das nicht doch lieber an der Puppe machen. Weil das hier doch blöd ist. Es legte sich so schön an der Puppe an. Ja, es war schöner. Ab wieder auf die Puppe. Ach, hat die eine schlanke Taille. Also dieser, so schön dieser Nähring ja auch ist, ne? So schön der Nähring ja auch ist. So schön der ja auch ist, bei sowas stört der. Weg damit. So, nochmal drauf. Nochmal drauf. Kommst du dann nochmal wieder drunter weg? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich wirklich die Tasche haben möchte, die dann so auf dem Ärmel säße. Ja. Ich glaube, nein. Und dann habe ich gerade nochmal den Sternenstaub angehalten. Du hast den Sternenstaub angehalten? Ja, das war ja das, was ich schon im Auge hatte seinerzeit für die Hose. Ich bin ansteckend. Macht ihr. Tut mir leid. Sagt mir Bescheid, wenn ihr euch für irgendwas entschieden habt. Ja, das kriege ich noch irgendwann hin gleich. Sag ja, ansteckend. So. Also, der Beleg, der wird jetzt ein bisschen hoch für uns beide, ne? Sollen wir eine Leiter holen oder sollen wir die Puppe tiefer machen? Die müssen wir nicht kürzen. Man könnte das machen, aber ich weiß, wenn ich das jetzt tue, klemme ich mir wieder irgendwo die Finger. Nein, alles gut. Deswegen lasse ich es jetzt einfach. Also, der Beleg kommt jetzt hier. Ist auch zu hoch, ne? Komm, fassen wir der Dame mal unter den Rock. Nee, nicht noch mehr. Hinterher fühlt ihr sich beobachtet. Das ist gut, ja. Das kommt so. Alles gut. Okay, also, hier ist es natürlich wichtig, dass diese beiden Nähte wunderbar aufeinander kommen. Das ist ein Muss. Das ist ein Muss. Ja. Aber die sitzen perfekt. Ja. Na. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.
Dieses Stecken, das macht mich jetzt schon rasend. Aber hier wählt es sich, ne? Psst. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass diese Puppe nicht unbedingt dein Format hat. Die hat nicht meine? Nein, hat sie nicht. Wölbung. Dein Format. Okay. Also dieses Krummgestecke, das ist ja nie meins. Noch nie gewesen. So, wenn man das jetzt hier befestigt hat, warum machst du das eigentlich nicht auf deiner Seite? Weiß man nicht, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns da so... Meinst du, wir kommen uns ins Gehege? Ja. Nee, dann mach du doch hinten und ich vorne. Das kriege ich hin. So, wir müssen jetzt hier die Mitte finden. Finden wir auch. Da wir jetzt erstmal gleich gucken müssen, ob der Ausschnitt überhaupt gefällt, der Sabine, deswegen frickeln wir jetzt hier so ein kleines bisschen rum, weil es so ein bisschen mega unprofessionell aussieht. Und ich nicht hier wegkomme. Und ich muss noch was tun. Ich muss nämlich hier nochmal meinen Stift erneuern. Das habe ich auch nicht geschafft in der Vorbereitung. Was wollen wir, rosa oder gelb? Egal. Hast du schon mal hier diesen gewechselt? So schwer kann das nicht sein, ne? Das ist nicht schwer. Das ist wie bei einem Bleistift wechseln. Och. Ich mache es ehrlich gesagt noch viel einfacher. Ich schiebe den von unten wieder nach. Echt? Ja. Würde ich mich ja nie trauen. Ich bin ein Rebell. Du bist ein Rebell. Ich nicht. Ich bin ganz lieb. So. Haben wir noch Weiß hier drauf. Also wir brauchen die Mitte. Haha, wach geworden. Wir brauchen halt mal den Latz, bitte. So, wir hatten hier, glaube ich, schon die Mitte ausgemessen. Ne? Und zwar waren wir hier oben, das hatte ich an dir ausgemessen, kann das sein? Oh, es rutscht die mir so schön an meinem Hals. Dass wir hier bei 28, 14,2, das passt ganz gut. Also das hier ist auf jeden Fall unsere Mitte, die wir einhalten müssen. Ne? Das ist unsere Linie. Ja. Bin natürlich voll auf der falschen Seite unterwegs. Und du bist dir sicher, dass wir bis 8 gehen wollen? So hatten wir es gesagt. Ja, wenn wir es so gesagt haben, dann machen wir es auch so. So, okay. Das heißt hier, ich würde das jetzt einfach übertragen. Ne? Ja. Und dann würde ich jetzt eine Nadel nehmen. Völlig unprofessionell, was wir beide gerade treiben. Ach ja, der wird ja auch eingeschnitten, ne? Also, ja. Genau, also ja. Hier müssen wir runter an der Stelle. Ja. Okay? Ja. Das jetzt so freihand zu machen, ist lustig. Ja. Wenn wir hinterher mal einen Schnitt haben sollten, sollten wir das natürlich dann einzeichnen, wenn du diese Ausschnittform nochmal haben möchtest. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir hier halbwegs gerade sind an dem Ganzen. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Mhm. Okay. Nicht den S fest? Ja, du nähst es in einem fest. Das kommt jetzt, jetzt besprechen wir mal eben, wie der Ausschnitt so sein soll. Also, wenn du hier hinten an der Stelle anfängst zu nähen, ne, also... Der Reißverschluss ist offen. Das Teil wird eingeschlagen. Mhm. Hier hinten die Nahtzugabe am nahtfein verdeckten Reißverschluss wird eingeschlagen. Dann mit 1,5 genäht. Müssen wir mal eben kurz gucken. Ja. Dann nähst du hier rum. Ja. Rum, rum, rum. 1,5. Gucken, ob ich auch keinen Quatsch mache hier. Du nähst hier rum, bis hierhin und nähst dann hier füßchenbreit runter. Wir wollen nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Ausschnitt haben. Und hier unten in der Kante wird gedreht und dann nähst du hier auch füßchenbreit wieder rauf. Also hier zwischen darf nicht viel mehr Platz sein. Also füßchenbreit ist schon, ist eigentlich noch ist Quatsch. Also hier zwischen möchte ich nur füßchenbreit haben. Also 2-3 mm neben dieser Naht nähst du her, hier runter. Damit wir das auch wirklich nur einschneiden und das hier hinterher dann die Nahtzugabe ist, weil ansonsten würde das Ganze viel zu weit aufklappen. Du nähst hier unten auch wirklich nur 3-4 Stiche höchstens. Drei, vier Stiche. Ne? Okay.
Und dann nähst du hier mit deinen 1,5 wieder geschmeidig rum oder fängst von der Seite an, wie auch immer. Also sonst sag mir nochmal Bescheid, wenn du hier an der Ecke angekommen bist. Okay. Na? Also wir nähen jetzt nicht mehr, also wir lassen jetzt nicht hier noch so einen riesen Ausschnitt, dass dir vorne so eine Wunde klafft, sondern wir nähen jetzt wirklich nur so viel, dass wir, wenn wir das hier hinter an der Stelle einschneiden, hier, dass wir eben da die Nahtzugabe haben. Mhm. Ja, nur Glöckchen. Was möchtest du? Ich möchte dir gar Ja, dann was möchtest du mir die erzählen? Die Erna möchte, dass du das am Reißverschluss noch mal genauer zeigst. Am Reißverschluss? Ja, ich habe das auch noch nie gemacht. Genau, siehst also, du sogar die Sabine, noch nie gemacht. Also weg noch damit, ab und unter die Maschine. Ja. Hängt fester? Okay, dann komme ich mit dir mit. Dann komm mal mit. So, was mit euch da? Fertig? Dani wird angegriffen vom Stoff. Hashtag endlich fertig, sage ich nur. Wie spät ist es? Ja, guck doch auf die Uhr. 20 oh ja, nach. Eine Stunde, das schaffe ich. Ich setze mich mal eben dahin. Gerade mal Sendezeit. Eine Stunde. Das haben schon viele gesagt. Aber du hast keine Stunde mehr. Ich habe gerade die Sendezeit einfach verlängert. Ach so, du bist auch schon wieder so weit. Und ich mache das wieder rückgängig. Alles gut. Ich mal eben kurz die Sendezeit nicht einfach dann nähe ich das zu Hause fertig. Nee, du schaffst das jetzt heute fast fertig. Nee, und dann zu Hause fertig und dann... Gib dir Mühe. So. Dann versuche ich den Hund in die Jacke in die Taschen zu stopfen. Sippet. Grün. Da wir jetzt diesen Ausschnitt nähen... Woher kenne ich das doch gleich? Das fünfte Element. Ist immer Bier, habe ich gehört. Es ist Bier? Das fünfte Element ist immer Bier? Stimmt, das fünfte Element. Ja, daher kommt's. So, jetzt Großaufnahme Martin und Sabine. Wollt ihr euch jetzt entgegenspringen? Ja, genau. Und, wir verstehen uns heute total. Ich wollte dir jetzt gar nicht so zustimmen. Ich bin eher ein bisschen ratlos. Du bist überrascht. Du bist überrascht. Meine Liebe, bügel ich. Was? Bügel ich nach oben, ne? Nein? Ich bin hier gerade überfordert. Ja, also ich habe schon entschieden. Fertig, zu spät. Zwischen Flirty Sabine und Martin steht jetzt die Dani. Aber ansonsten darfst du ihm jetzt, Dani, duck dich mal eben ein Küsschen zuschmeißen. Boah. Tja, Britta. Jetzt was los. Ich weiß auch nicht. Susanne, du würdest Angst bekommen. Sei froh, dass du nichts mitkriegst. Wovor? Vor Martin Angst bekommen? Nein, was hier so abgeht. Was geht denn hier ab? Was hier abgeht. So, dann kann ich einfach nur noch mal dazu aufrufen, was hier alles, abgeht. Was du versuchst, hast festzunehmen. So, hier geht nämlich hier manchmal ab. Was ab. Das ist der Moment, um euch alle aufzufordern, auch wenn jetzt alle wieder reden, dass ihr mitmachen könnt. Also ihr könnt euch bewerben über unsere sämtlichen Kanäle, die wir so besitzen. Also entweder über unsere Homepage oder über Facebook oder über unsere Homepage oder über unsere Homepage. Also oder Facebook oder über Instagram, völlig egal. Irgendwie kommt man auf jeden Fall hier raus und irgendwann kommt man mit mir in Kontakt und dann kann man hier auch mitmachen. Das macht extrem viel Spaß. Obwohl man beim ersten Mal richtig Angst hat. Warum denn? Ich hatte richtig Angst. Vor Martin wahrscheinlich, ne? Es war so eine Kombi. Es war so eine Kombi? Ja. Vor mir auch? Nee, meistens vor den Kameras. Ach, die Kameras, die tun doch nichts. Aber mittlerweile bin ich da schon Profi. Ich werde sogar auf der Arbeit schon für blöde Imagefilme gefilmt. Jetzt ehrlich? Ja. Okay. Widmen wir uns mal wieder hier diesen wunderbaren Abschluss für den Reißverschluss. Also wir sind hier beim nahtfein verdeckten Reißverschluss und hier muss hinterher der Beleg dran. Jetzt gibt es auch wieder zig Wege, die nach Rom führen. Und wichtig ist, dass ihr hier oben den Abstand habt von dem Endpunkt von eurem Reißverschluss zu eurer Nahtzugabe. Und den hat die Sabine hier sehr schön mit 1,5, 1,6 gewählt. Wenn ihr da natürlich nur einen Zentimeter Nahtzugabe habt, dann muss euer... So. Dann muss euer Rest, der hier oben ist, natürlich auch bei einem Zentimeter aufhören. Also wir sind jetzt hier schon bei 1,5 und sonst müsste der Reißverschluss, wenn ihr 1 Zentimeter habt, natürlich diese Differenz hier höher angenäht werden. Also das ist wichtig, dass ihr das beim Einnähen von einem Reißverschluss, egal ob es jetzt ein Nahtfeiner oder ein anderer ist, auf jeden Fall bedenkt. Gut ist auch immer noch, wenn es
1,5 ist. Ihr müsst ja immer auch noch die Dicke von eurem Stoff bedenken, dass das Ganze hinterher reingeschlagen wird. Also auch diese Kante hier, die nimmt nochmal so ein kleines bisschen Stoff weg. Mhm. Also 1,4 wäre dann doof, 1,6 ist dann ein bisschen besser. Je dicker euer Stoff ist, desto mehr Spiel sollte man da oben drin haben. Zur Not kann man ja den Reißverschluss auch nicht bis ganz oben hin öffnen. Hinterher kommt eh an diese Stelle noch ein Haken hinter. Also kein Reißverschluss ohne Hakensicherung. Fragen? Gut. Wenn ihr das jetzt habt, dann... Hast du noch eine andere Schere oder geht das vielleicht mit der? Einmal kurz gucken. Du hattest deine ja mit, genau, danke. Dann schneiden wir das Stückchen jetzt hier oben einfach mal ab, damit wir auch hier unsere 1,5 gut haben und dieses ganze Gewurstel auch immer schön abschneiden. Wenn so ein Faden in den Reißverschluss reinkommt, ist das manchmal ziemlich blöd. Wir haben jetzt hier unsere Belegkante. Legen wir jetzt Kanten gleich und schlagen das Ganze einmal wirklich stramm um diese Kante rum. Und dann, Belegkante muss nicht versäubert werden? Nee, die ist ja hinterher weg. Sind die Nadeln leider falsch gesteckt? Okay, und ich muss das einmal aufmachen. Und ich nähe ja immer lieber gerne in ein Teil hinein. Das heißt, ich habe das Teil jetzt mit der rechten Seite innen liegen und nähe jetzt auf den Beleg. Also nochmal, ich lege meine Kanten hier hin. So. Und lege dann das stramm um die Kante drumherum. Halt das fest und nähe los. Für alle, die nicht losnähen wollen, die können das auch stecken. Ich steck nicht. So, hier hinten wird jetzt verriegelt. Und dann wird jetzt hier um diese Kante rum der Beleg angenäht. Wichtig ist auch, dass ihr natürlich die andere Seite vorher, aber das habt ihr ja, wenn ihr schon ein paar Sendungen gesehen habt, auf jeden Fall hier eine Einlage auch als Kantensicherung drin. Das ist immer ganz wichtig auf dem Hauptstoff. So, jetzt muss ich hier schön bei 1,5 entlang meiner Kante folgen. Ich will das nicht für dich einnähen, das sollst du machen. Ja, bis zur Hälfte. Bis da unten, ne? Das, dann habe ich ja schon das Schlimmste geschafft. Ja. So, wenn ich jetzt hier angekommen bin, kann man nochmal bei 1,5 hier die Nähte nochmal kontrollieren, indem man sagt, wenn die jetzt hier aufeinander stoßen, dann scheint die Position ganz gut zu sein. Wollen wir mal gucken, ob ich recht behalte. Habt ihr Spaß, ihr beiden? Nein. Nein? Was macht ihr da eigentlich? Wir arbeiten. Aha. Ganz konzentriert. Da bin ich mir nicht sicher. Ich nähe gerade das Rückenteil an das Vorderteil, an der Passe, weil alles passt. Die Passe hast du auch schon? Ja. Okay, dann müssen wir gleich weiter gucken, ne, bevor du da jetzt da irgendwie... So. Dass das viel zu lang ist am Ärmel. Bevor ich mich weiter ausschimpfen lasse, dass ich zu langsam bin. Und auch dabei möglichst nicht viel verziehen. Jetzt kann ich mal wieder traurig gucken. In welche Kamera darf ich denn jetzt traurig gucken? Da. Mir fehlt mein Tisch. Mir fehlt mein Tisch. Weil ihr seht jetzt hier diese unsägliche Höhe, die hier uns, die so herklafft. Ja. Also wenn ich jetzt eine Fläche hätte, die ich nähen könnte, wäre das ein Träumchen. Weil so verzieht sich der ganze Krempel natürlich wieder. Natürlich kann ich jetzt hier auch wieder besser nochmal eine Nadel reinstecken. Wozu ich natürlich auch wieder keine Lust habe, aber in dem Fall, weil es eben nicht in einer Ebene liegt, wäre es schon schlauer, das einmal festzustecken. So, also Kanten gleich achten, locker nähen, gucken, dass keine Falten entstehen bei 1,5. Bis zu dieser Ecke hier oben. Ja. Jetzt haben wir eine Ecke, was machen wir jetzt? Ja, Nadel hoch drehen, ne? Ja, aber wir nähen jetzt auch hier einen Stich im 45-Grad-Winkel. Okay. Gut. Ne? Mhm. Machen wir.
So, jetzt können wir uns eine Position suchen und merken. Wir haben ja jetzt hier das Füßchen und du hast es hier einmal aufgeteilt in diesen klaren Bereich und einmal in den metallfarbenen Bereich. Mhm. Jetzt nimmst du einfach, dass diese klare Fläche, dass die hier immer an deiner Mittellinie entlang läuft. Ja, nur das ist mir zu eng. Ja, das ist sehr eng, ne? Weil ich das so ein bisschen komisch gezeichnet habe. Ich hoffe, der Ausschnitt wird hinterher gerade. Und was natürlich jetzt ganz gefährlich ist, ich habe das nicht mit Einlage unterlegt. Ne? Bin mal gespannt, wie das sich auswirkt. Normalerweise hätte ich das mal tun sollen. So, jetzt bin ich hier unten in der Ecke. Ja. Ich weiß nicht, ich würde jetzt auch schräg. Einmal schräg nehmen. Eins, zwei gerade. Ein schräg. Mal gucken, wie es wird. Ja. Also ich habe es den Ausschnitt auch noch nicht gemacht. Nur damit du beruhigt bist. Wenn es eingeschnitten ist, ist es eh zu spät. So machen wir das hier, ne? Ja. Versuch macht klug. So, und jetzt sind wir hier wieder an dieser Stelle angekommen und jetzt würdest du hier wieder zurücknähen und dann auch gleich da oben wieder das eine machen. Ja. Was denn? Möchtest du nicht? Ja, doch. Ich finde schon. Also du musst nur gucken, dass du gleich, wenn du hier oben ganz langsam raufgenäht kommst, dann, dass der Abstand hier wirklich möglichst gleich ist. Und hier oben siehst du diesen einen kleinen, den müsstest du hier möglichst auf die gleiche Ecke kriegen. Okay. Ja? Gucken wir mal, ob das was wird. Dass wir da jetzt keine Einlage drin haben. Na, wir werden sehen, was passiert. Ja, gut. Aber sonst wird es auch so steif. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das... Wir können jetzt, also wir könnten jetzt aufhören, eine Einlage hinter und nochmal drüber nähen. Ich bin dagegen. Komm, wir machen das. Das hält. Der Stoff ist super. Wir müssen nur gleich am Hals ein bisschen was wegnehmen. Das ist zu viel. Die 2 Zentimeter. So, wir sind jetzt wieder bei der Dani, die die ganze Zeit sich mit der Susanne unterhält. Frohen Mutes ist das, stimmt nicht? Nein, wir ratschlagen. Ach so, ihr Ratschlag. Und gute Ratschläge gegeben. Okay, gut. Wir sind hier bei Schwalbenliebe. Ja, ich habe jetzt ganz viel schon mal wieder, bring uns mal wieder auf den neuesten Stand, meine Liebe, und sag mir, wie du rausgefunden hast, welche Ecke zu wem gehört hier. Ich fand das an dem Schnitt etwas unübersichtlich. Also ich habe einfach mal orakelt. Ach, du hast gar nicht nachgedacht, du hast orakelt. Ja, ja, das ist orakeln bei mir, das ist eigentlich ein und dasselbe. Also ich denke mal, da der Halsausschnitt ja ein bisschen weiter ist als hinten normalerweise, ne? Also hinten ist ja nicht so ein... Ja, aber da ist überhaupt nicht so eine Ecke drin hier. Da. Ja. Und das war auch das einzige Stück, was gepasst hat. Vorne. Und ich finde, es sieht gut aus. Okay, du siehst das nicht, so merke ich gerade. Also man könnte mutmaßen, dass die Kante hier oben die Schulter sein soll. Ja. Deswegen, das habe ich nämlich auch gemutmaßt beim Orakeln und habe gedacht, das wäre gut. Okay. Ja. Und außerdem ist hier so eine süße Kurve dran, ne? Ja. Und ich dachte, diese süße Kurve wäre vorne hilfreicher als hinten, weil hinten habe ich keine Beulen. Aber vorne. Aber vorne hast du auch keine Beulen. Ja, doch, da. Nein. Hier ist denn hier eine Kurve im Schnitt? Hier ist doch im Schnitt keine Kurve. Nein, aber hier an dem ist doch so eine Kurve. Und da passte das Supi dran. So. Da ist halt leider gar kein Knips oder so, ne? Das wäre schön gewesen. Sag das mal in die Kamera. Ein Knips wäre wunderschön gewesen. Und hier eine Bezeichnung wäre auch wunderschön gewesen. Ja. Okay, die Längen passen. Hm. Dann könnte man meinen, dass das dann doch stimmen dann würde. Dann habe ich es falsch rum angenäht. Wieso? Weil ich das vorne dran gemacht habe. Vielleicht passen die ja auch. Ja, die Länge passt auch. Ich finde sie so sinniger. Das macht für mich mehr Sinn. Aber hier ist auch keine richtige... Dani, hier ist keine Kurve. Nee, ja, dann habe ich es zu weit rum genäht. Hier ist... Das ist eine Gerade, ja, meine Liebe. Ja, wie auch immer, aber es passt dran. Ja, aber nicht mit einer Kurve, das sieht... Auf beiden Seiten ist das aber so. Nein. Geworden. Was auch immer. Was mache ich jetzt? Soll ich es wieder abmachen? Nee, den Kopf durch. Ja, wir müssen das hier nämlich weitermachen. Das ist sehr eng. Ja, aber passt dein Kopf da jetzt durch? Ja. Ein bisschen ziehen? Ja. Ohne Probleme sogar. Für alle, die noch mal was ganz Lustiges sehen möchten, auf Facebook habe ich gerade vor der Sendung noch einen Eintrag gemacht.
mit der lieben Sabine. Es ist ewig her. Diese Sendung hat mich doch wirklich zum Schmunzeln angeregt. Und der Tomek war so lieb und hat euch einen kleinen Ausschnitt da reingezaubert. Da ist die Sabine nämlich mit ihrem Kopf nicht durch den Ausschnitt gekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da war alles noch ganz züchtig. Da war alles. Da kam selbst der Kopf nicht durch den Ausschnitt. Deswegen, da konnte gar nichts passieren. Es waren noch sehr lustige Zeiten damals. Es empfiehlt sich, in diese alten Folgen manchmal reinzuschauen. Wenn man mal schlechte Laune hat, dann kann man auf jeden Fall lachen. In diese Folge auf jeden Fall. Der Martin stand gegenüber, hoch oben in der Ecke, auf der Leiter. Und hat gemalert. Und hat gemalert. Und hatte freie Sicht auf das ganze Studio. Und auf das, was hinter dem Paravent auch passierte. Deswegen versteht ihr euch so gut. So, da schließt sich doch der Kreis von heute wieder. Du weißt Bescheid, Martin. Oh, das war schon nett. Ich bin dir auch immer noch sehr dankbar dafür. Großartig. Soll ich mich mal hinstellen? Das Schöne an dieser Sendung war auch noch, dass der Kurt unterm Baldachin saß. Oh ja. Und gesagt hat, er möchte immer unterm Baldachin spielen. Und? Was heißt das für uns beide? Dass wir jemanden engagieren, der einen Baldachin baut? Können wir doch da. Wir werden mal gucken, was wir uns einfallen lassen. Auf jeden Fall muss der Kurt wieder unter den Baldachin. Es war sehr lustig, die Sendung. Stell mir so ein orientalisch angehauchtes Zelt vor. Und Kurt dann mit Turban. Ja, dann. Das wäre doch mal jetzt eine Sache, die wir doch mal gut machen könnten, oder nicht? The Magic Maharaja oder so. Ist das so? Magic Kurt. Das gibt's schon. Okay. Hinstellen. Hinstellen. Hinstellen ist immer gut. Das ist übrigens Mambo-Kurt, den du meinst. Ja, ist doch nicht egal. Gibt aber doch auch Magic. It's magic. So, wir zeigen das mal eben. Genau, das ist der Ausschnitt. Und also für alle, die in der Facebook-Gruppe sind, könnt ihr mal, also guck mal, das ist dein Auftritt, Sabine. Guck mal, das genießen wir beide jetzt die 18 Sekunden. Da, also sie bricht auch den Paravent auseinander, der Kevin hält den fester, ansonsten wird sie das ganze Studio abgebaut. Im Hintergrund ist noch das Gerüst, weil die Fassade noch nicht fertig war. Es waren schöne Zeiten. Klasse. Nein, das waren schöne Zeiten. Ich fühle mich gerade so ein bisschen gemobbt, ne? Was? Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen gemobbt. Warum? Naja, weil du gesagt hast, früher war es schön und jetzt? Nein, das waren schöne Zeiten, obwohl alles so noch chaotischer war. Nein! Nur hört doch mal auf. Also ich war ja damals auch schon dabei. Denk jetzt drüber nach. Dann boah, ich fühle mich extrem gemobbt jetzt. Gar nicht. Also, eins muss ich jetzt mal sagen. Ja. Ich finde das hier komisch, ja. Aber da du das jetzt schon abgesteppt hast, also das ist komisch, diese Kurve, die du da reingeziebelt hast, da du das jetzt schon abgenäht hast, würde ich jetzt sagen, wir müssen doch sowieso den Ärmel da irgendwie noch reinbasteln. Das stimmt. Ja, und dann nähe ich das halt weg. Okay, der Ausschnitt ist doof. Ja, weil wir den ändern wir. Genau, danke. Das ist nicht die Frage. So, wir gucken, hinten und vorne, hustest du oder läutest du? Wer, ich? Nein, ich habe jetzt einfach nur mal so in die Runde gehustet? Ja. Um weiter zu mobben. Okay, ich würde sagen, das ist Rockteil kann dran. Ja, ne? Ja, kann find dran. Finde ich auch. Ich mache nur das, was ich angefangen habe. Das hab oben machen wir nicht. Also das machen wir zum Nein, ich mache das nur fertig, was ich gerade angefangen habe. So, Sabine kämpft noch, dann kann ich zu Susanne gehen. Ich wollte nur mal demonstrieren, bevor ich es abschneide. Wie willst du demonstrieren? Nicht hier? Nee, ich nicht. Nur hier mal ist der falsche Ort, um zu demonstrieren. Ich wollte nur zeigen, ich formuliere es neu, bevor du es noch mal auseinandernimmst. Es gibt genug Plätze, an denen man demonstrieren könnte. Das ist mein Musterteil, was da drunter ist. Und ich sehe gar nichts. Wie man sieht, ist der Ärmel extrem viel länger. Und den krempel ich schon um. Aber jetzt eine Frage. Ja. Wir hatten doch gerade was ausgemacht, ne, bei deiner Hose. Ja. Wenn du immer so viel abschneidest, warum änderst du den Schnitt nicht im Vorhinein? Du, ich habe den vor 3 Jahren für mich das letzte Mal gemacht. Okay, gut. Wo ist dein Schnittteil? Das ist griffbereit. Das ist griffbereit, das ist schön. Also ich glaube, ich kann die XS-Ärmel nehmen. Genau, das solltest du auch machen. Ja. Also entweder du knickst das weg oder du schneidest es gleich mit der Papierschere einfach mal frech ab, weil es macht überhaupt Papierschere keinen Sinn. Papierschere ist die? Ja, die kannst du doch, die kannst du nehmen. Ja. Okay. Weil ich mache den definitiv nicht so lang. Ja, und du machst es ja jedes Mal ab und dann hast du jedes Mal hier... Und es war eine ganz schöne Kniebelei, ob ich das überhaupt mit dem Stoff... Also ich war froh, dass der Stoff gereicht hat und von daher... So, also. Jetzt passt's. Wunderbar. Schnittmuster geändert. So schnell geht das. Na, hast du es einfangen können? Ja. So, ab damit.
Dann kann ich nämlich die abschneiden. Ja, und ja, entschuldige mal, was hast du denn hier für eine Optik benutzt? Ja, das ist halt dieser, wie soll ich sagen? Used look? Shabby look. Nein, da kommt keine Tasche drauf. Deswegen ist auch keine drauf. Also, ne? Das ist aber doch nicht schön. Ist auch egal. Für zu Hause. Den habe ich jetzt auch hier an. Ne? Auch zu Hause. Also ich fand auch das immer zu Hause ganz in Ordnung. Darf man schön aussehen. Ja. Was machen wir denn mit dem Beleg? Hier basteln wir den mal eben. Der bräuchte den Schnitt. Ja, den habe ich griffbereit. Den habe ich griffbereit. Oh, hier hast du auch verdammt, ich habe es tatsächlich falsch rum angenäht. Was denn? Dass die passe. Ich habe gerade das Bild dazu. Ich hätte ja mal vorher aufs Bild gucken können. Hast du es doch falsch rum angenäht? Ja. Ja, es sieht auch komisch aus. Ja. Aber ist da jetzt so ein großer Unterschied? Wir machen den Ausschnitt doch eh neu. Und die beiden Kanten sind gleich. Ja, und der Ärmel wird kummel. Ich denke mal, das werde ich zu Hause noch umändern. Nein. Dann ändere ich es nachher um, wenn ich den Rock zusammengenäht habe. Wir gucken. Rock dran, Ärmel einstecken und dann gucken, ob wir die ändern müssen. Der Rock dran wird schwierig. Ich muss den erst hier ist so eine Erklärung und. Nein, wieso? Den Rock, den kannst du jetzt mal eben zusammennähen. Ach so, wir müssen die Taschen einnähen. Ja, das machen wir mal eben. Ja, ich will gerade gucken, wie rum es soll. Das kann ich dir auch sagen. Also, hier ist vorne und da ist hinten. Das ist ja relativ gerade und kastig. Jetzt kann hier dein Objekt mal zur Seite mal eben, meine Liebe. Ja, das ist das. Das ist das Gleiche wie gerade bei Sabine. Wir können da jetzt einen Beleg dran machen. Dann ist eben die Frage, wie weit möchtest du den haben? Hier ist jetzt noch keine Nahtzugabe dran. Da gibt es auch keine Nahtzugabe, weil das ohne Nahtzugabe ist. Ja. Das ist alles schon im Schnitt. Das ist einer von den Schnitten, wo die Nahtzugabe mit eingebaut wird. Okay, ja. An zu deiner extravaganten Scherensammlung. Meine extravagante Schere, meint ihr die ganzen stumpfen Dinger, die ich alle habe? Ja, die ganzen stumpfen, die man auch nicht für alles benutzen darf. Nee. Die Andrea fragt nämlich gerade, braucht man für Leder eine extra Schere? Du nimmst eine stumpfe. Ich nehme die stumpfe, mit der ich den ganzen Stoff auch schneide. Wenn man natürlich viel mit Leder arbeitet, sollte man auch eine extra Lederschere haben. Ja, besser ist das. Aber wenn man ab und zu mal so ein bisschen Kunstleder schneidet oder normales Leder schneidet, dann darf man das einfach damit auch schneiden. Ihr wechselt ja jetzt auch hier nicht bei euren... Gibst mir mal einmal den Rollschneider. Falls ihr Rollschneider-affin seid, ihr wechselt ja jetzt auch nicht jedes Mal bei dem Rollschneider eure Klingen. Kann man machen, man kann ganz pingelig sein. Man kann aber auch einfach schneiden, solange bis die Dinger stumpf sind. Dann neue besorgen oder die Schere einfach mal zum Schleifen weggeben. Das mache ich immer. Kommen eh Macken rein und Ecken. Aber das muss jeder für sich selbst handhaben. Wenn ihr natürlich eine extra Lederschere haben wollt, dann besorgt euch eine. Falsch ist es nie. Also du legst praktisch das einfach. Also es gab mal Zeiten, es klappt hier nichts. Da hast du mich gefragt, war es das? War es das? Nein. Die Hanne Hass. Ja. Die ist jetzt nämlich total erstaunt. Der Ärmel läuft nach unten doch enger zu. Warum wird er so abgeschnitten? Wo ist dein Musterteil? Bitteschön. Weil das bei der Susanne, die sitzt ja zu Hause so ein bisschen, wie soll ich sagen? Nein, wir doch, sind nein. Auf jeden Fall. Da wäre ich mich entschieden. Also die Susanne hat es gerne gemütlich zu Hause und deswegen es rollt sich einfach auf, liebe Hanne. Und ob das jetzt ein bisschen anders sich rollt oder nicht, wichtig wäre nur, dass es hier verriegeln würde. Das ist ja jetzt, das. Gerade habe ich das mal eben auseinandergezogen. Ich wollte gerade sagen, du hast aber ja noch ein bisschen Unterstützung zugegriffen. Das passt dann hier dem ganzen. Egal. Auf jeden Fall, das sollte also natürlich gut verriegelt sein. Und ansonsten nimmt sie jetzt halt diese Eigenschaft von diesem Jersey, dass der sich so aufrollt und das sieht ja auch eigentlich ganz niedlich aus. Dann braucht man sich nicht über irgendeine Naht ärgern, die man dann nicht hinkriegt, weil man keine Coverlock zu Hause hat. Das ist auch eine Option im Schnitt, die wird extra erwählt, weil das ein Wohlfühlpulli sein soll. Und ist auch egal, es gibt ja auch welche, die draußen sieht man ja, ich sag mal draußen, außerhalb des häuslichen Umfelds, sieht man ja auch solche Pullis, die unten einfach sich so entsprechend aufrollen. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, ich finde es eigentlich ganz nett. Und da der Hilco-Sweat sich so super... Der rollt sich nicht auf? Nein, der rollt sich nicht auf, habe ich festgestellt. Guck mal, der ist komplett glatt. Dann müssen wir gucken, was sie damit machen. Dann könnte ich den zum Beispiel umkrempeln. Und dann wird es, gib mal eben her. Würde ich unten abketteln vielleicht? Kannst du auch machen oder nicht machen. Selbst wenn man das jetzt umkrempeln würde und es ist jetzt ein kleines bisschen enger. Genau.
Das fällt gar nicht auf. Dann schoppt sich das hier so ein bisschen, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil der Ärmel mir persönlich eh viel zu breit wäre. Und dann beult sich das hier so ein bisschen. Man muss immer ja wissen, für was man sowas macht. Und, ne? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Theoretisch, wen stört, der kann sich den Ärmel noch enger machen und dann misst man es halt aus. Genau, und wer einen Beleg, also wer es anders haben möchte, der müsste natürlich das nicht so abschneiden, wie wir das gerade getan haben, sondern der müsste das konisch ausstellen. Aber jetzt habe ich das schon weggeschmissen, das andere Teil. Das ist ja nur das Papier. Ja. Den Stoff habe ich ja noch nicht abgeschnitten. Nein, das stimmt. So. Okay, das nochmal. Jetzt hast du hier deinen Beleg eingezeichnet in der Parallele von 4. Man kann 5 nehmen, man kann 3 nehmen, völlig egal. Wichtig ist nur, dass du hier oben an der Stelle mal wieder einen rechten Winkel hast hier. Mhm. Und das Gleiche würde man dann jetzt natürlich auch entsprechend für hinten machen. Also hier, da das jetzt in einem Schnittteil so drin ist, ist das ein bisschen unglücklich? Tricky. Ja, ist etwas unglücklich. Aber auch hier könnte man dann natürlich einen extra Beleg noch rausmachen, indem man dann hier 4 cm entsprechend eine Parallele aufzeichnet. Und dann guckt, dass man die hinterher hier aneinander legt an den Punkten. Müssen wir dann einmal gucken. Du kannst das hier auf jeden Fall schon mal mit Papier abnehmen. Hast du ein bisschen was ich dabei? Ich habe leider nichts dabei. Okay. Sabine, hast du noch ein bisschen Papier da? So ein bisschen dünneres Seidenpapier? Sonst hole ich von mir was. Nee, hab ich. Nur so ein ganz, ich brauche nur einen Schnipsel. Ich hol's mir ab. Genau. Dann haben wir hier auch einen Beleg gemacht. Hast du aber Begriff so verstanden? Ja. Supi. Okay, dann bin ich weg. Das muss dann nur an der anderen Seite zusammentreffen. Mach erstmal beide zusammen. Und dann gucken wir, dann legen wir die aneinander. Super. Ich gebe dir den Rest gleich rüber. Dann. Bevor du wieder entschwindest, ich habe noch eine Frage zu der Hose. Ja, mach mal. Nee, die Hose nicht. Du machst erstmal das jetzt. So, jetzt muss ich hier mal eingreifen, weil ich muss ja den Beleg. Ich muss mal hier kurz was abschnippeln. Ich habe nämlich irgendwie schief, schusselig und dusselig und das mache ich jetzt. Bist du sicher, dass du das richtig machst? Ja, das mache ich richtig. Ich habe extra das Schnittteil da nochmal. Bist du soweit fertig gleich? Nein? Nein. Dann warte ich noch ein bisschen, sonst komme ich gleich und helfe dir. Was machst du da jetzt schon? Das, was ich falsch gemacht habe, wieder weg. Alles gut. So, wir sind bei der Schwalbenliebe. Hast du denn jetzt auch das Schnittteil draufgeschrieben, wo vorne und hinten ist? Wie jetzt? Wie jetzt, damit der Fehler nicht nochmal passiert. Bei dieser Passe. Wenn das jetzt ich weiß jetzt, welches vorne und hinten ist. Hast du aber morgen wieder vergessen. Ich mach das ja gleich. Aha. Ganz entspannt. Achso, du meinst jetzt hier auf das kleine Stück? Yes. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich keinen Stift habe. Du hast keinen Stift? Nee. Wir haben doch hier Stifte genug. Okay, kriegst du gleich. Folgendes. An diesem Schnitt sind... Also wir haben hier... du hast schon genäht. Ja, aber doch nur genäht, nicht overlocked. Also, an diesem Rock sind Taschen dran. Und Dani näht jetzt gerade den inneren Taschenbeutel auf diese schräge Kante. Und wie viele Sendungen hast du gesehen? In wie vielen Sendungen warst du dabei? Viele. So, und? Was ist hängen geblieben? Nix. So, genau. Mitkommen. Heute bin ich ja ein bisschen, also nee. Liebe Dani. Ich weiß, was du möchtest. Ich weiß. Ich muss weiß auch, die was Kanten ich verstärken. Ja. Ich hol schon mal das Ding zum Trennen. Nee, lass das jetzt, wir nähen da drüber. Okay. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust, zu trennen oder sonst was zu machen. Also, ihr habt schräge Kanten, auch wenn es ein einfaches Teil ist. Wir tauschen mal eben. Du hier, ich da. In die Mitte der Stefan. So. Und ihr habt schräge Kantenverläufe. Bitte, 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 bitte verstärkt sie. Tascheneingriffe sowieso. Es gibt von Wieseline ganz viele verschiedene Arten. Wenn man einmal seins gefunden hat, dann gibt es mehrere Lösungen. Ich nehme jetzt gerne, weil ich es jetzt habe, hier das Nahtband flexibel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon in die Kamera gehalten habe. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine größere Packung anzuschaffen. Ihr habt Geburtstag, lasst euch sowas schenken, anstatt irgendeinen anderen Kram. So. Einfach mal aufbügeln, gerade bei so elastischen Stoffen. Eure Teile sehen hinterher einfach besser aus. Und das sind gerade so Sachen, dann beult das und dann schmeißt man es auch nochmal in die Waschmaschine. Und ganz ehrlich, bei diesen schrägen Fadenläufen, bitte, gebt euch einen Ruck und verstärkt die. Ja, tatsächlich mache ich das zu Hause mittlerweile auch. Und warum hier nicht? Weil ich schnell fertig werden will. Ja, ist aber Quatsch. Du kannst ja schnell fertig werden und gut arbeiten. Hm. Wie? Und hast du hier auch 2 cm Nahtzugabe? Ja. So, und warum, was hast du da genäht?
Ja. So. Also wenn, ich habe ja gesagt, ich merke mir das nicht, dass wir unterschiedliche Nahtzugaben an dem Teil haben. Ja, ja, ja. So, genau, ja, ja, ja. Und jetzt hast du hier, siehst du nämlich schon, es ist nämlich schon eine leichte Welle hier vom Nähen. Mhm. Und auch die Passform stimmt hier nicht ganz. Ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt der Fehler an welchem ja, bei mir. Part ist. Bei dir. Das gehört außen ach, dran. Ach, ich gucke da gleich dran. Auf jeden Fall bitte jetzt hier noch bitte wieder das einmal überbügeln, mhm. einmal kurz eindämpfen, dass die Längen wieder gleich sind. Und das dann da drauf machen und dann auch bitte bei 2 cm. Jetzt natürlich, ich bin natürlich jetzt ein bisschen, weil wir natürlich 2 cm haben, das heißt, wir würden hier daneben nähen. Auch ich habe mich vertan, wir müssen den Streifen etwas weiter tiefer ansetzen. So, ne? Genau, weil du hier ja nähen würdest. Weil ich ja sonst mit 2 cm gar nicht arbeite. Mhm. Okay, also so ansetzen, dass ihr hier in der Naht seid. Also hier musst du gleich nochmal einen Streifen dran machen. Okay? Mhm. Habe ich verbaselt. Aber gut, dass es mir jetzt aufgefallen ist. So, immer mal bitte die Nahtzugaben und die Bänder zum Verstärken der schrägen Fasern. Also ich war unter dem Nähfuß war ich blind. Beachten. Du warst unter dem Nähfuß blind. Und das hier geht auf keinen Fall. Ja. Du konntest es nicht erkennen. Nee. Warum nicht? Was, weil du blind warst? Das war nicht zu sehen, wo ich in die Kurve musste und wie hoch ich hoch musste. Okay. Hm. Okay. Ist auch nicht einfach. Aber trotzdem müssen wir natürlich hier genau arbeiten. Und hier hast du jetzt, das war so eine Kurve gemacht, aber du hast hier so eine Beule nach innen. Und hier ist es sehr rund an der Stelle. Hast du schon mal getrennt? Können wir das nochmal aufmachen? Ja. Hast du schon, ne? Mhm. Ich habe Angst, dass da gleich ein Loch drin ist. Das sieht mir schon halb danach aus. Dann müssen wir einen Schlitz breiter machen. Nein! Und auch hier haben wir ja das gemacht, dass wir diesen 1,5, das hat sich hier ein bisschen verzogen. Jetzt sind ja. wir auch hier an dieser Ecke ganz genau raus und hier sind viel zu viele Fäden. Und das ist natürlich echt tricky, was wir jetzt gemacht haben. Gibst du mir mal eben den schwarzen, die schwarze Schere bitte. Also das, da müssen wir nochmal ran. Das gefällt mir nicht, das ist mir zu gefährlich an der Stelle. Da so viele Nähte übereinander zu haben. Aber jetzt hier zu trennen ist natürlich auch mordsgefährlich. Aber geht nicht anders. Bevor du über eine Stelle zigmal drüber nähst, sag mir irgendwie lieber Bescheid. Das ist nicht ganz so gut. Wir haben noch ein Gewinnspiel, was wir machen müssen. Während wir hier so ein bisschen rumtrennen, wird hier jetzt gleich da unten an der Stelle eine Telefonnummer eingeblendet. Und ihr müsst mir eine Frage beantworten. Und zwar haben wir eine Umfrage gestartet und wollten von euch wissen, ob der Hashtag, den wir da benutzen, genau, ob wir den weiter einsetzen sollen und ob euch das Ganze interessiert. Das ist eine Facebook-Umfrage, die gerade läuft. Und ich möchte eigentlich von euch wissen, von demjenigen, der gleich anruft, wie heißt dieser Hashtag? Psst! Haben wir oft genug gesagt. Okay, so, das ist jetzt damit erledigt. Habe ich das Gewinnspiel gestartet. Und ich trenne hier nochmal ganz vorsichtig. Also über seine Kante auf keinen Fall sich mal drüber nähen. Keinen Fall. Versprochen? Versprochen. Wolltest du nicht ganz pingelig werden? Auf jeden Fall, aber das war nicht angezeichnet und ich, nee, das, ich bin nicht so ich im hab, blind. Nee, ich habe jetzt ja auch nach den Kanten genäht. Also nach den, hier, nach so. Den, danach musstest du nähen. Ich habe nicht richtig angezeichnet. Mhm. Bin gespannt, was unsere Ecke da ohne Verstärkung macht. Ich bin ganz hin und her gerissen, was ich tun soll. Ich will auch nicht, dass das so steif wird da oben. Muss ich denn jetzt das, was ich an Nahtzugabe hier habe, wieder wegschneiden? Das ist jetzt der Taschenbeutel, ne, der ja. Beleg. Ja, den bitte verschneiden. Okay. Du kannst den knapp verschneiden, du kannst ihn auch stufig verschneiden. Weißt du, was stufig verschneiden heißt? Nein.
Ah, ich schneide knapp, wa? Ich bin hier wieder losgelöst von allem. Was ist denn da? Sitzt aber alles. Bin ich nicht richtig angezogen? Sehr schön. So achtest du auf mich. 100, wie viele Sendungen? Vorbei. 34. Okay, danke. 134 Sendungen. Martin achtet nicht mehr auf mich. So. Meine liebe Sabine. Ich mag hier keine doppelten Nähte haben. Also keine dreifachen. Dani, soll ich dir eben zeigen, was stufig verschneiden hast? Zu spät ist schon ab. Hast du es einfach abgeschnitten? Ja, schön. Hat die Kamera dazu geguckt? Nein. Zeig mal eben bitte einmal. Komm mal bitte. Ich mag mich jetzt hier nicht wegbewegen. Bin jetzt hier hochkonzentriert am Trennen dran. Ja, du hast es ganz knapp gar nicht abgeschnitten. Mhm, kann man machen. Man kann es auch, wenn man noch ein bisschen mehr Stabilität drin haben will, stufig verschneiden. Das heißt, eins knapp und eins etwas drüber. Aber das ist auch okay so. Okay. Das hast du aber sehr knapp abgeschnitten. Du hast gesagt, ich kann es sehr knapp abschneiden. Ich höre, was du sagst. Ach. Manchmal. Ich wollte gerade sagen, war auch nicht immer, meine Liebe. Ich habe nicht gesagt immer. Immer sowieso nicht. So. Der Stoff sieht gut aus, der Helko-Stoff verzeiht viel. Juhu, Juhai Rasa. Sehr gut. Okay. Dann müssen wir uns jetzt den Punkt hier mal irgendwie merken. Ich habe den nicht gesehen. Du hast den nicht gesehen? Ich habe ihn mir aufgezeichnet. Hast du auch aufgezeichnet, ja. Ehrlich? Ja. Ja, manchmal ist das aber auch ein bisschen blöd. Soll ich die Ecke jetzt einmal nähen? Ja, das wäre ganz gut. Ja. Cool. Mach ich das mal einmal. Tauschen! So, schnell rüber gehuscht. Das ganze Operationsmaterial hier hingelegt. Ja, passiert. Ich wusste auch, dass wir heute nicht mehr schaffen. Ja, aber dafür sitzt er dann. Ne? Das wollen wir hoffen. Wir haben es ja noch nicht eingeschnitten. Aber du schneidest ihn heute noch ein, ne? Also das kriegen wir noch hin, ne? Ich fürchte, wir müssten das schaffen heute, ne? Das wäre sonst auch wirklich total peinlich. So. Wollen wir mal hier langsam losnähen. Ich verriegel jetzt nicht an der Stelle, sondern ich habe gerade bei 4-5 Stichen angefangen zu nähen und habe nicht verriegelt, weil ich da nicht noch unbedingt so eine dicke Ecke drin haben will. Und versuche jetzt mich mal hier, irgendwas, habe ich jetzt den Abstand eingehalten? Das meinst du jetzt, dass du das nicht siehst? Ja. Okay. Zur Not könnte man noch mal einmal das Füßchen hochmachen und da noch mal einmal Ach, gucken. Da geht noch eine Etage höher. Ja, ja, das geht ja. Das geht noch eine Etage höher. Und wenn wir jetzt einen Fußhebel hätten, ne, ja, dann müsste man das nicht machen, sondern könnte jetzt mit dem Fußhebel, mit dem Kniehebel, hier gegendrücken, ja, und dann könnte man da genau gucken. Und ja, wir haben hier das Licht etwas abgeklebt wegen unserer Kameras und das ist natürlich dann doppelt schwer. Also das nächste Mal, wenn du hier hinkommst, bitte mit Stirnlampe. Okay. Dass du dann auch wirklich so da drauf gucken kannst. Oder wir leuchten mit dem Handy. Das muss ich nämlich auch selber gucken, weil jetzt ist es hier, das Licht ist sehr diffus. Du hast da vollkommen recht. Ich würde jetzt einen quer nähen. Ich habe da auch falsch genäht. Ja. Siehst du? Passiert. Sehr dunkel hier. Na, es ist nicht sehr dunkel, das liegt daran, weil wir hier das Licht abgeklemmt haben. Ja. Aus Grund von filmtechnischen Notwendigkeiten. So, jetzt habe ich da den... Schon klar. Wollte ich mal kurz gucken, ob wir das... das jetzt hier besser genäht bekomme als du. Und? Ja, ich bin zufrieden. Ja, ich auch. Ich bin nicht, du warst da einen Stich zu hoch an der Stelle, ne? Ja. Ich war im Darkroom. Sabine, was im Darkroom? Ja, das gibt's doch. Das gibt's doch. Ich war nicht im Darknet, also. Ich weiß es nicht. Also ich war weder im Darknet noch im Darkroom, deswegen aber für die Sendung gesendet. Wir können ja gleich, wir können ja gleich noch ein paar Sachen, Details darüber austauschen. Was eigentlich mit dem Telefon? Weiß das niemand? Hier bimmelt's überhaupt nicht.
Was, warum lachst du denn? Wir dürfen nicht, Donny. Ja, ich weiß, aber ich weiß es. So, das kann doch gar nicht sein. Kannst du diese kleine Ecke... aufmachen? Nein. Nein. Das kriegen wir beigebügelt. Telefon, 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 Ring! Ach je. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla-Café. Mit wem spreche ich bitte? Hi, Conny hier. Hallo, die Conny da. Wo kommst du her, du Conny hier? Aus Wolfsburg. Genau, mal aus Verlassleben. Ach, wunderbar, da hinten. Wunderschön. Ist auch Hessen? Nicht ganz, ne? Bin ich richtig? Niedersachsen. Wolfsburg, Niedersachsen? Niedersachsen. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja, ich war noch nicht da, aber schön da bestimmt. Ja, Geografie auch ausreichend. Hannover, ja, hinten rüber. Niedersachsen, stimmt, nicht Hessen. Hessen ist weiter südlich. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Also zu gewinnen, also du könntest was gewinnen, das kreative Set, was ich jetzt gerade vor mich so hindrapiere, von der Firma Prim. Wenn du denn sagen könntest, unter welchem Hashtag wir ja demnächst Sachen präsentieren wollen können, hoffentlich. Ja, Hashtag, ja. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Juhu, genau. Das stimmt. Wo ist der Applaus? So, geht doch. Dankeschön. Ja, also die Sachen erreichen dich, liebe Conny. Viel Spaß weiterhin beim Zuschauen und vielleicht sehen wir uns auf der Kreativa. Ja, hoffe ich auch. Okay, würde mich freuen. Bis dann, tschüss. Tschüss, danke. Bitte, ciao. Niedersachsen. Shoulderbluse breittragen. Du könntest noch, weißt du, wir haben, diese Woche haben wir da gesessen, der Jan und ich, haben uns überlegt, wie viele Hashtags, also wie viele Bilder da eigentlich erscheinen müssten. Es kommen aber keine. Ich weiß auch nicht. Ja, du bist ja jetzt da drin, aber einige müssten ja, erscheinen. Ja, Schuhe muss ich noch posten. Was müssen noch? Meine Espandrits sind immer noch nicht fertig. Ja, siehst du? Ich habe von vorne angefangen. Wie, du hast von vorne angefangen? Ja, ich fand es dann doch nicht mehr schön und habe von vorne angefangen. Und dann dachte ich, ja, das Wetter ist aber nicht so. Dann habe ich wieder aufgehört. Das Wetter ist nicht so. Also ganz ehrlich, ich habe da jetzt auch eine Beule reingenäht. Das geht gar nicht. Siehst du das so? Das ist der Tag der Beule. Was sagt denn der Ticker? Oh. Ich bin hier schmaler geworden. Ja. Du hattest hier vorher eine schönere Nadel da, ne? So, ich habe jetzt den Blick. Ich glaube, jetzt ist es langsam. Ja, es mache ich sehr, sehr dunkel, sehr diffus. Das mache ich nicht. Also ganz ehrlich, ich finde es jetzt hier gerade auch ein bisschen schwierig. Jetzt fange ich hier trotzdem nochmal an, nähe nochmal drüber und nähe jetzt einen Millimeter daneben. Also eine Stichbreite. Was ein Krampf. Aber das schneiden wir doch eh weg. Oder ja, das liegt innen, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber trotzdem schwierig. Darf keiner sehen. Gut, dass uns keiner über die Finger guckt. Über die Schulter. Auf die Finger. So. Inge schaut bestimmt nicht zu. Nein, das möchte ich auch nicht hoffen. So. Das sieht jetzt okay aus. Okay. Bist du hinten rumgekommen? Hervorragend. So, jetzt gucken wir noch mal eben uns den Quark hier hinten an. Schwierige Geburt, ne? Sehr. Ja. Das ist auch vor so. Der Sendung habe ich gesagt, dass so ein weißes Etui-Kleid im Sommer wäre auch eine feine Sache. Aber ist es doch auch. Ja. Also für alle, die das jetzt sehen hier, ne, die legt sich jetzt die Kante rum und dann würde man das hinterher hier entsprechend rumlegen, nachdem wir das Ganze eingeschnitten haben. Also so kann man es nähen. Aber hier bist du nicht rausgekommen. Das war auch. Aus welchem Grund auch immer. Das geht nicht. Also jetzt ist die Qualitätskontrolle. Okay. Die ist jetzt definitiv so, dass die beiden hier gleich sein müssen. Also du musst hier unten nochmal eine Ecke rumnähen. Mhm. Und du hast auch das nicht ganz so eng drumherum gelegt wie ich hier. So eine kleine Nase. Mhm. Diese kleine Nase darf auch nicht sein. Aber das kann man jetzt nochmal korrigieren. Also es muss nochmal ein Stück auftrennen. Und dann musst du auch wirklich auf der gleichen Höhe ankommen. Das sind jetzt hier 2 Millimeter tiefer. Okay. Das passiert aber. Das ist vollkommen normal. Und wenn das so ist, dann können wir hier hinten das schräg rausschneiden, dass das Ganze nicht mehr so dick ist. Wir müssen aber natürlich, weil da jetzt ja noch ein Futter reinkommt, ne, müssen wir gar nicht. Das können wir schon wegschneiden. Das Futter wird ja hier unten angesetzt. Also hier kann man es wegschneiden. Ich schneide jetzt mal weg. Also die Nahtzugabe beherzt mal wegschneiden. Alles, was so nerven könnte. Was hier drin ist, auch nochmal. Ruhig auch mehrere Lagen unterschiedlicher, in unterschiedlichen Abstufungen.
und dann ist das Ganze hier oben auch nicht mehr so dick. Okay. Füll mal einmal. Oh ja. Na? Mhm. Gut, kann noch ein Stückchen weg. So, also überall, wo so Stofflagen mehrfach liegen, bitte beherzt wegschneiden. Und hier, der Rest vom Beleg bleibt hier würde ich jetzt auch noch ein Stückchen wegschneiden, und zwar auf 1 Zentimeter. Also ich würde es nicht ganz knapp machen, auf keinen Fall, sondern hier jetzt 1 Zentimeter rundherum verschneiden. Aber du musst erst die andere Ecke noch nähen. Ja. Die muss auf jeden Fall angepasst werden, weil sonst legt sich das Ganze auch nicht ordentlich. So, und jetzt könnten wir natürlich in Anbetracht der Zeit schnell schneiden. Ja, einmal schneiden. Ehrlich? Sollen wir das machen? Nee, komm, wir machen jetzt erst die eine Ecke da richtig fertig. Sonst fange ich nicht an, da rumzuschneiden. So, was machen denn meine anderen beiden Damen? Nähen. Nähen, na toll. Ärmel kürzen. Der Beleg ist vorbereitet. Ich müsste nur noch mal einmal, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe, dir es vorher zeigen wollen. Ach so, okay. Also hier oben das einmal abschneiden. Na, das hat dich vielleicht so ein bisschen irritiert da an der Stelle. Das nicht gut aussieht. Und jetzt hier die Ecke straff rumlegen, ja? Genau. Also das legst du schon wirklich so hin, wie der Reißverschluss liegt. Ja. Und dann bist du hier schon ein Stückchen rausgegangen, siehst du? Ja. Und das darfst du nicht. Du musst wirklich kantengleich arbeiten. Hier die Kante rumlegen. Also mich hat der obere Schnipsel, ich bin auf 1,5 gegangen. Und so, und jetzt hier so rumlegen. Okay. Also dann hier runterkommen, dass du hier ankommst, das schaffst du aber. Ja. Okay. Dann kannst du auch schon mal den restlichen auf 1 Zentimeter zurückschneiden, dann gehe ich eben zu Susanne. Die Dani lasse ich jetzt einfach hier wursteln, ne? Fertig. Du und deine Schwalbenliebe. Falsch rum, so rum. Sag nicht falsch rum. So. Wir gucken noch mal eben ganz kurz hier auf den Schnitt und die Verarbeitung. Also sie hatte gerade hier den inneren Taschenbeutel mit der Außenkante verstürzt. Das hätte es natürlich noch ein kleines bisschen schöner bügeln können. Ich hatte das gebügelt. Achso, okay. Ja, weil du so ganz knapp abgeschnitten hast. Es ist nicht immer so ganz gut. Also das Größere wäre vielleicht, dann wäre es fester geworden. Hätte ich es so gelassen, ne? Ja, ein bisschen. Wäre vielleicht besser gewesen. Ist ja nicht so schlimm, aber es geht ja jetzt auch so. Und dann hast du jetzt gerade hier hinter den hinteren Taschenbeutel angesetzt. So, na, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Und das kannst du jetzt auf jeden Fall nochmal lösen hier oben und dann einmal mit der Overlock erst nähen, ne? Also das ist hinterher ich wollte erst mal gucken, ob es überhaupt richtig und schön aussieht. Okay, so eine französische Tasche hat an der Stelle. Gut. So, die kannst du machen, dann können wir vorne schon mal das Teil noch mal dran nähen. Deine Belege sind jetzt soweit fertig. Nähte schließen mit der Overlock. Vielleicht auch noch ein bisschen befestigen, weil es doch würde ich mit der Overlock nicht schließen. Nee, ganz normal. Jetzt ganz normal nähen. Und dann einfach hier so dran nähen von außen und dann nach innen umbügeln. Genau. Und dann noch kannst du vielleicht, wenn du den Beleg, wenn du den jetzt auch noch mit der versäubern. Du den ketteln möchtest, dann auch dann damit abketteln. Jetzt ist das allerdings schwarz. Ich weiß nicht, ob du das... Sieht man ja nicht. Ist okay, gut. Dann würde ich den jetzt vor... Also ich würde jetzt erst einmal nähen, die Nähte auseinanderbügeln. Auf jeden Fall, das fällt dann ein bisschen netter. Einmal drumherum ketteln, und dann abstecken. Drumherum ketteln und dann verstürzen. Alles klar. Prima. Dann weiß ich doch. Okay. Du kannst aber auch da, musst du gucken, da würde ich dann mit der Overlock verstürzen und ganz langsam nähen und auf keinen Fall ziehen, weil ansonsten ziehst du dir auch den Kragen oben raus, ne? Mhm. Ich ahne, was du meinst. Genau, es muss ja ein bisschen elastisch sein. Ich habe es vorhin auch ganz, ich habe es einfach nur laufen lassen. Genau, also immer schön reinschieben und bloß nicht ziehen, weil damit es immer richtig tatsächlich schön auch mit der Overlock nehmen? Kannst du, ja. Es soll ja auch elastisch sein. Ja, stimmt. Oder ist der Ausschnitt so groß, dass der ist so groß, da geht der Kopf locker durch. Ja, dann kannst du auch damit nähen. Dann mache ich es lieber damit, weil ich habe das einmal mit der Overlock gemacht und wenn du bevor du irgendwo reinsäbelst, auf keinen Fall. Dann nicht. Gut. Okay. Okay, dann... Gut. Dani, du machst das da fertig, ne? Und du bist jetzt wie weit und wie wo? Also er passt jetzt. Also ich finde jetzt ist er so, wie er gehört. Genau, müssen wir jetzt hier oben nochmal einmal gucken. Wenn das dann jetzt gleich so rumgeschlagen wird, das ist super. Und hier hinten wird dann noch, noch ein Haken und Öse hinkommen, auf jeden Fall. Dann passt das Ganze hervorragend. Gut, das heißt, wir verschneiden das jetzt. Jetzt wird's spannend. Es wird sehr spannend. Ich hole noch meine große Schere. Und ich ziehe das Ganze wieder auf links, weil ich irgendwie lieber
so rum arbeite. Achso, du hast die Schere geholt. Du kannst auch auf die Seite kommen. Dann kannst du von hinten schauen. So, also wenn ihr das jetzt um die Kante rumgeschlagen habt. Ah, hier hast du... Du hast jetzt hier das schon ein bisschen verzogen. Das heißt, wir haben hinterher ein kleines bisschen mehr Weite im Beleg drin. Kann sein, dass es ein bisschen schwierig wird, aber ich ändere das jetzt nicht mehr. So, weg damit. Die Kanten oben könnt ihr ruhig ziemlich beherzt und knapp hier rausschneiden. Alles, was da über ist, kann weg, weil das nervt und ist dick und stört. Und dann schneiden wir jetzt hier die Nahtzugabe auf einen guten Zentimeter zurück. Ich habe ein bisschen Angst, was ich jetzt tue. Wir machen es jetzt einfach, ne? Das ist einfach mutig. Oh, Britta. So, zack. Wir werden gleich sehen, was passiert. Und ich darf euch anderen bitte schon mal nach vorne bitten, denn wir wollen sehen, was ihr geschafft habt. Lass mich noch festmachen. Ganz schnell, liebe Dani. Ansonsten gibt es ein Abschlussbild ohne dich. Hashtag endlich fertig. Ja, auf jeden Fall. Ich vermute Sonntag. Was möchtest du? Ich vermute Sonntag. Sonntag. Ich will das unbedingt am Montag zur Arbeit anziehen. Ja, so ist er halt, Dani. Ja. So, hier oben die Kanten werden auch schräg abgeschnitten. Ich habe Angst. Ich bin ganz gespannt. Ich auch. So, jetzt werden die Kanten hier rausgedrückt. Ja. Was wird unten eingeschlagen? Gucken, ob wir da noch was wegschneiden müssen. Also hier unten müssen wir auch noch, weil ich hier drei Stiche gemacht habe, das noch einschneiden etwas. Und das Abschlussbild vorbereiten. Sabine, sonst winkst du ganz alleine, ne? Soll ich dich schon mal bedanken bei allen? Hier noch eine. Keiner will das. Klemme so, jetzt haben wir leider kein Abschlussbild mit dir. Und ich weiß auch jetzt wieder nicht, wo ich meinen Kantenformer hingecrossed habe. Ich vercross immer gerne was. Du hast es getötet. Ja. So, was mit euch, meine Damen? Der Kurt, der haut schon die Endschleife in die Tasten. Also das wird jetzt hier rumgedreht. Das müssen wir noch schön machen. Was ist los? Komm, wir hängen dir das eben über die Puppe. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. So, das war die Sendung mit dem Etui-Kleid von Sabine, die heute den wunderbaren Beleg fertig genäht hat, nachdem sie als Hausaufgabe wirklich mühevoll den nahtfein verdeckten Reißverschluss eingearbeitet hat. Wir haben uns jetzt auf einen... auf einen Ausschnitt geeinigt, der dann so aussieht. Und vielleicht machen wir gleich noch ein Foto an Sabine, wie das an Sabine dann aussieht und nicht an unserer XS-Gruppe. Also ich glaube, wir machen das noch. Wir haben es uns getraut. An der XL-Sabine. Nein, an der XS-Puppe, weil das passt ja nicht. Ach, egal. Auf jeden Fall, wir sind schon mal bis hierhin gekommen. Beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich an den Futterschnitt. Also ganz schnell. Wir haben die Dani, die ihr Kleid angefangen hat von Schwalbenliebe und es Hashtag endlich fertig am Wochenende zu Ende nähen wird. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Sieht jetzt schon ganz lustig aus und passt vollkommen zu dir. Super, ja, Sache. Und dein Überschmeißen. Ja, nun schnell. Ja, und die Susanne, die ihren wunderbaren Wohlfühl-Kuschelpulli mit unendlich langen Ärmeln. Genau, mit unendlich langen Ärmeln genäht hat. Sind passend zur Hose vom Curvy Homie. Genau. Nur hinten muss ich noch ein bisschen. Ja, wir müssen noch ein bisschen an der Passform ändern. Wir arbeiten noch an der Passform nach für alle, die das letzte Mal den Curvy Homie verfolgt haben. Wir haben hinten noch, weil die Länge fehlte, ein Stückchen dran gesetzt. So. Meine Lieben, ihr kommt nach vorne. Steht nicht so weit weg. Das sieht sehr gut aus. Und ich bedanke mich bei allen. Danke fürs Zuschauen. Guckt auf unseren... Das geht jetzt alle dahin. Auf unseren Social-Media-Kanälen. Egal. Bis nächste Woche. Nächste Woche ist die Heidi da mit einem City-Rucksack. Ich freue mich total auf die ganze Truppe. Und nett schön, meine Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Du brauchst Verstärkung für deine Nähprojekte, egal ob Bänder für Kanten und elastische Oberstoffe, Volumenvliese für den Kreativbereich oder Bügeleinlagen für deine Bekleidung. Mit den vielseitigen Einlagen von Flisseline erhalten deine Stoffe genau die richtige Form. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei One haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prime, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei One. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern, wie zum Beispiel Hamburger Liebe, neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.